Letzte war ein Storm, das war egal. Schick die mir am besten die IDs in. TeamSpeak, ne? Okay, besser in Discord, weil dann habe ich die ganze History, falls ich später nochmal irgendwie durchgehe, aber TeamSpeak passt auch. Okay, soll ich's, ansonsten schicke ich's dir bei Discord. Mach wie du willst. Ich kann es ja einfach. Warte, ich kopiere es mir mal schnell rüber und die Na gut. nächsten. Genau. Mit dem könnten wir mal anfangen. Hatten wir dann noch. Ich denke, ein Problem in Dota ist immer dieses Ego und gerade, und ich habe gerade so das Gefühl, so die Heraldspieler, die wissen, sie sind nicht gut. Dann kommen so die Archon und Legends und dann geht so langsam die Confidence von den Spielern, dass sie das Spiel verstanden haben, krass hoch. Dann, wenn man ein bisschen höher kommt, dann geht die wieder ein bisschen runter und sobald die Leute Divine Immortal werden, geht es wieder krass hoch und wie gesagt, es ist halt echt. Man hat Dota nicht verstanden, bevor man nicht 8, 9k hat. Und wenn Leute halt immer denken, sie haben das Spiel verstanden, nehmen sie sich die Möglichkeit dazu zu lernen. Wenn man natürlich mit der Einstellung reingeht, ey, es hat einen Grund, warum ich Legend bin und nicht Immortal, dann kann man wahrscheinlich eher sehen, es gibt da noch Dinge, die man besser machen kann, wie wenn man es anders sieht. Und wie gesagt, die Ratschläge sind meiner Meinung nach einfach, falsch. Ja, ich möchte gerne besser werden. Ich nehme alle Ratschläge dann, die mir dann da weiterhelfen, ja. Also ich bin ja bei knapp über 1000 MMR gestartet. Und inzwischen bin ich, ja gut, vorhin habe ich leider ein Spiel krass verloren, das war ein bisschen ärgerlich. Bin ich bei 1660. Also ich stehe jetzt kurz vor 1700, also Ja, geht bergauf. geht bergauf. Noch. Ich gebe dir ja nur ein Beispiel. Ich bin ja echt schon ein recht guter Spieler und ich habe letztens noch mal meine Replays analysiert und bin durchgegangen und bin dann auf die Idee gekommen, ich rechne noch mal alles nach. Wann, wie viel sind Creep-Camps im Jungle zum Beispiel wert im Vergleich zur Lane und so? Und als ich das alles nachgerechnet habe, habe ich realisiert, ich habe ganz viele Dinge falsch getan und es werden halt noch so viele Fehler auf 9k gemacht und dann kannst du dir vorstellen, wie viel halt auf 3k im Legend Bracket falsch läuft. Da wird eigentlich wird da gar nichts richtig gemacht. Nee, das muss man sich echt bewusst machen. Wie lange wollen wir eigentlich machen? Circa eine Stunde, oder? Wir können auch, guck mal, sieben, wir können auch erstmal, lass uns machen, wie lange wir Bock haben. Wir können auch erstmal 2 Stunden ansetzen. Genau. Also ich hab nichts vor. Wir können einfach gucken, wie geht's, Ja. wie läuft's und ich würde sagen, die Zeit, die ich anrechne als Coaching, fängt dann da an, sobald wir ins erste Replay reingehen. Ja, du sagst mir dann, wie viel ich dir überweise, kann ich dir gleich ein bisschen mehr überweisen für die nächsten Stunden, ist alles in Ordnung. Ja, das reden wir dann am besten nach dem Coaching, schreibe ich dich irgendwann mal Discord an. So, also wird mir heute, können wir über die Position 4 mal reden, weil über die Position 3, das wäre dann was wir, weiß ich, morgen, übermorgen, übermorgen machen können. Okay. Weil da habe ich auch schon ein paar Spiele. Okay. Mich würde das erste Replay besonders da interessieren, was ich dir über TeamSpeak geschickt habe, was du mir jetzt zurückgeschickt hast bei Discord. Genau, da Weil bin ich das jetzt war auch drin. der Fall, wo ich die Rocket geschossen hatte und der Carry sagte, was mach ich für einen Scheiß? Ach ja, ich muss mal vielleicht auf den Stream gucken. Ja, genau, ich habe jetzt auf. Schau mal, ob alles geht, ob du die Sachen siehst. Ich wollte jetzt gleich mal die Pick-Order schauen. Du hast natürlich die First Picked, okay. Was du dir mit Glock natürlich bewusst machen musst, wenn du Glock First picken willst, am besten so ein Held wie Phantom Lancer bannen, weil Phantom Lancer ist, glaube ich, ein Held, mit dem hat Glock keinen Spaß. Warum? Der hat so viele Illusionen und du hast keine Fähigkeiten, um mit Illusionen klarzukommen. Er kann auch mit seinem Doppelgänger aus deinen Cogs rausspringen.
Dein Battle Result gegen mehrere Einheiten trifft natürlich nie den, den es treffen soll. Okay, ich Ja. hatte in dem Spiel, glaube ich, war keiner dabei. Aber ja, ein Spiel oder zwei Spiele später hatte ich tatsächlich gegen Phantom Lancer gespielt. Aber Glock ist auf jeden Fall ein Held, den kann man so früh picken. Und wenn jetzt natürlich die Gegner PL picken, dann sollte auch dein Team mit guten Helden reagieren. Aber du spielst halt nicht auf 8K, du kannst von deinem Team natürlich gar nichts erwarten. So, dann würde ich sagen, wir machen ab jetzt Go. Dann haben wir jetzt 19:18 Uhr Ja, es ist und Libmi. genau, und jetzt würde ich einfach anfangen. Starting Items Headdress kann man auf Position 4 machen. Ich denk, es gibt auf Glock drei Optionen. Einmal Boots First. Boots First lohnt sich eher so, wenn man denkt, die haben schwachen Support, auf den du einfach drauflaufen kannst und die mit Battery Assault auf Level 1 oder so töten. Boots oder soll ich da lieber Lindley bauen? Warte mal, ich erkläre dir jetzt einfach alle Gedanken, die ich gerade habe und welche Item-Builds es gibt und welche Items-Builds ich in welchem Game machen würde. Also, die Boots würde ich auch in der Situation machen, wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel Crystal Maiden, die ist richtig Futter, du kannst die einfach mit Battery Assault permanent solo töten, sobald die out of position steht. Boots sind auch gut, wenn du das Gefühl hast, sagen wir so, die Gegner haben jetzt zum Beispiel einen Slark gepickt und ein Slark verprügelt einen Underlord, weil der greift den einfach an und der Underlord weiß dann nicht, was tun. Dann würdest du dir zum Beispiel denken, wenn du Boots hast, dann kannst du ohne Probleme Creepwave skippen. Ich glaube, wir haben schon drüber geredet, über Creepwave skippen. Hast du sicher auch mal in GA Creepwave gesehen, aber kannst einfach hier reinlaufen, wenn die Creeps hier kommen. Dann läufst du mit den Creeps hier hoch, läufst hier rein, läufst hier nochmal rein, dann hast du jetzt zwei Creeps an dir dran. Jetzt hast du zwei Optionen. Du läufst entweder von hier mit den Creeps hier hinten rein und hältst die Creeps dann hier und schaust, dass die Creeps, die hier, die spawnen, von den Creeps getötet werden und du die Creeps farmst. Das heißt, die Gegner kriegen natürlich keine neuen Creeps auf die Lane und du kannst mit so Double Wave drei Creep Waves denyen. Das heißt, die Gegner kriegen einfach drei Creep Waves, keine Erfahrung. Und die Creeps der Gegner laufen in den Tier 1 Tower rein, wo dein Offlaner die einfach farmen kann. Die andere Option ist, die Wave hier hinzupullen und einfach die Wave hier zu kontrollieren und die Gegner zu fighten, finde ich aber im Vergleich zu dem, dass man Creep Waves denied, nicht so geil. Ja, das sind eigentlich so die Creep-Skip-Optionen. Und die andere Option ist einfach, du läufst hier rein, du pullst die Wave doppelt und dann lässt du die Creeps einfach auf die Lane laufen und dann tut die Doppelwave in euren Tower reinpushen und ihr könnt da auch easy farmen. Das wären so die Gedanken, wenn ihr eine Lane spielt, gegen die ihr gar nichts machen könnt. So, was gibt's noch für Optionen? Die andere Option wäre Orb of Venom. Orb of Venom ist eigentlich ähnlich gut wie Boots, kostet weniger und die Gegner können halt nicht weglaufen. Orb of Venom ist auf jeden Fall mittlerweile echt ein krasses Item, vor allem wenn man Kill Potential hat. Und die andere Option ist natürlich Headdress. Wenn ihr natürlich das Gefühl habt, ihr könnt einfach zu zweit auf der Lane stehen, wenn ihr mehr Regen habt wie die Gegner, dann könnt ihr einfach mit den Hits traden und die Gegner können nichts machen, dann ist Headdress das richtige Item. Okay. Aber was ich mir halt auf jeden Fall denke und was auch in deinem Bracket echt gut funktionieren könnte, ist dieses Creep-Skippen, weil die Gegner wissen dann nicht, was sie tun sollen. Und von dem her könnten Boots echt gut sein. Aber wenn ihr zwei gute Helden habt und die Gegner eine schwache Lane habt und ihr so denkt, ihr könnt die Lane gewinnen, dann passt es so. Aber ihr würdet natürlich die Lane auch gewinnen, wenn du einfach ihnen drei Creep Waves hier in Tower denyst, weil was wollen sie tun? Also nur mal so zum Decision Making, was gibt es für Starting Items, die sich hier lohnen würden und wann sind welche angebracht? Und ja, das ist hier der ACL Winner Stream. Also das sind so meine Gedanken. Aber Headdress ist auf jeden Fall viable. Aber ich Ich habe würde. nämlich bei den GH-Replays gesehen, dass das eigentlich immer kauft gefühlt. Ja, okay. Also wenn GH das macht, dann wird er sich was dabei denken. Aber wie gesagt, wenn man halt das Gefühl hat, man kann gar nichts machen, dann kann man mit Boots oder so vielleicht besser Creep skippen. Und ja, Eismann, danke für den Sub. So, genau. Ihr seid jetzt natürlich echt eine starke Lane, weil was haben die Gegner? Die haben die Lanes geswappt, die spielen Legion, CM.
Aber ich würde sagen, ihr habt trotzdem eine richtig starke Lane und ihr müsst auf jeden Fall beide Runen bekommen. Weil was wollen die tun, wenn du Battle Result anmachst und die Gegner angreifst? Also der Firestorm vom Underlord, den fand ich jetzt nicht so cool. Ich glaube, man skillt auf Level 1 meistens sogar auch die Atrophy Aura, um besser zu Last-Hitten. Aber was du hier hättest machen sollen, wenn du dir mal anschaust, der Legion hat 330 MS, die Crystal Maiden hat 780 MS, die Crystal Maiden hat 600 HP, eine Rüstung, der Legion hat 800 HP und zwei Rüstungen. Von dem her wäre die Crystal Maiden wahrscheinlich ein viel einfacher Kill. Und wenn ihr auf die Crystal Maiden gebt, habt ihr eine viel höhere Chance, die zu töten. Macht Sinn, oder? Von dem her ist der Legion wahrscheinlich hier nicht das beste Target. Und vor allem, der kann halt auch noch Heal oder Moment skillen oder Overwhelming Odds zum Wegrennen. Von dem her wäre eigentlich, die CM ist so, wenn man Clock spielt und man sieht so eine CM, dann denkt man sich so, lecker. Stay frosty. So, ihr habt jetzt das Lane Equilibrium. Was jetzt würde man, okay, ihr habt das Camp geblockt. Das wird hier nicht spawnen. Was ihr euch jetzt halt Gedanken machen müsst, die dürfen nicht das Big Camp pullen. Ich weiß nicht, ob man in dem Bracket schon pullt, aber da ihr die Lane jetzt echt gut bei euch kontrolliert habt, würde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Auto-Attacks machen, dass sobald sich gleich die nächsten Creep-Waves treffen, dass ihr sogar Creep-Equilibrium habt und wenn und dann könnt ihr halt die Gegner fighten, weil zu ihrem Tower ist es extrem weit. Wenn ihr beide gleich viel Creeps habt, dann habt ihr auch nicht den Creep-Nachteil. Und ihr könnt echt machen, was ihr wollt. Und vor allem die Crystal Maiden. Und vor allem, wenn du nachher Level 2 hast mit Cox, dann sterben die, glaub immer. Aber wie ich sagte, ich bin echt nicht happy, dass der Underlord Firestorm auf Level 1 geskillt hat. Das hat halt gar nichts gebracht. Hättet ihr da ein bisschen mehr Schaden auf Underlord jetzt, würde da vielleicht noch mehr gehen. Okay, du gehst hier schon auf die Crystal Maiden, finde ich gut. Die hat hier gut Schaden genommen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr habt eigentlich jetzt auch gutes Lane-Equilibrium und steht gut. Aber die Frage wär halt jetzt nur, die man sich überleben kann. Ich meine, Legion Commander ist echt ein starker Laner und er hat auch hier den Double Heal. Die Frage wäre jetzt halt, lohnt es sich echt? Ich glaube, ihr hättet euch sowieso überlegen sollen, vielleicht die Lanes zu swappen. Aber ne, die Lanes sind, glaube ich, okay. Also du musst dir jetzt halt überlegen, willst du hier weiter lanen? Und denkst du, ihr macht die, aber so ein Legion gegen zwei Melee-Helden ist halt echt Vorteil für den Legion eigentlich, weil der macht Press the Attack an, Moment of Courage, greift euch an und denkt sich so, macht was ihr wollt, interessiert mich nicht und ihr verliert mehr HP. Jetzt habt ihr im Prinzip zwei Optionen, vor allem durch das, dass ihr Underlord habt mit Firestorm und die Gegner eigentlich, die Crystal Maiden hat keine Nova geskillt, das heißt, sie haben eigentlich keine AoE-Abilities, um die Creep-Waves zu pushen. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich zwei Optionen. Entweder ihr kontrolliert die Lane und tötet die permanent, aber ihr tötet die ja gerade nicht und ihr gewinnt auch nicht die Hit-Trades. Das heißt, das ist schon mal keine Option. Die andere Option ist, du überlegst dir jetzt, okay, ich fange jetzt an, ab der nächsten Wave Creeps zu skippen und mach diesen Trick mit den Gegnern die Waves denyen und dem Underlord Free Farm geben. Während du dem Underlord sagst, ey, ich bin mal kurz eine Minute weg, feed mal nicht rein. Und die andere Option, ihr benutzt jetzt einfach Firestorm und Auto-Attacks und pusht die Lane. Und sobald die Lane bei denen reinpusht, könnt ihr sozusagen hier diesen Tree cutten und hier das Big Camp pullen. Und auch das Big Camp pullt, werden natürlich von den Creeps die Creeps denied und ihr könnt den Neut und das Neutral Camp farmen, während die beschäftigt sind, die Creeps in ihrem Tower anzunehmen. Macht das Sinn? Also Ja, in meinem Bracket wird sehe ich vielleicht ein in vier Spielen mal so einen seitlichen Pull.
Ja, ich sag dir halt, was alle Optionen sind. Und mir ist halt wichtig, dass du verstehst, wenn ich von diesem Creep Pool rede, dann ist es mir wichtig, dass du verstehst, dass du weißt, was ich meine und wenn nicht nachfragen. Und ich versuche dir halt zu erklären, warum macht man das und warum könnte das Sinn machen. Und ich weiß nicht, du hast ja auch dieses Creep-Pull nicht gemacht. Man muss halt hier natürlich aufpassen, dass die Creep-Wave nirgendwo in den Tower reinlaufen. Dass wenn man hier eine Double-Wave-Creeps gibt, dass man die dann einfach ewig lang hier hält. Man kann ja dann einfach vor den Creeps weglaufen, hin und her und so, bis die nächsten Creeps kommen. Und wenn halt irgendwas keinen Sinn macht oder du das nicht verstehst, dann immer Bescheid geben. Muss man hier noch kurz meinen Ingame-Sound ein bisschen leiser machen? Okay. Also jetzt wäre auf jeden Fall so der Moment. Die Wave pusht jetzt bei denen in den Tower rein. Das heißt, im Tower könnt ihr die nicht fighten. Im Tower könnt ihr auch nicht wirklich Last Hits contesten. Und ihr wollt auf jeden Fall der optimale Platz der Lane ist immer hier. Und jetzt muss ich dem Underlord sagen, der hat einen Quelling Blade, cut mir mal bitte diesen Tree, ich will pullen. Und durch das bekommt ihr dann die Lane wieder zu euch in Richtung Tower. Da habt ihr dann bessere Möglichkeiten, Go auf die Gegner zu machen, weil A, ihr steht nah an eurem Tower, B, sie stehen weit weg von ihrem Tower und Glock ist ja eh so ein Held. Sobald deren Creeps tot sind und die Wave dann pusht, wenn die bei euch im Tower stehen oder nah hier dran, dann könnt ihr einfach auf die drauf rennen und die runterlaufen. Bei welcher Sekunde muss gepult werden? Gute Frage. Man cuttet den Tree und dann, du siehst hier die Distanz vom Creep Camp zur Lane. Das ist circa so viel. Das heißt, so viel laufen die Creeps. Das heißt, man pult circa, wenn die Creeps hier stehen. Zeitlich wird es wahrscheinlich so Also bei der Flagge. 21 bis 23. Also wie gesagt, ich merke mir die Timings nie in Sekunden. Also Chat meint gerade 26, aber es wird wahrscheinlich 21 sein, weil andere Seite. Also ich merke es mir halt immer so, ich gucke die Distanz, ich mache mir sozusagen so ein Dreieck. Wie weit müssen die Creeps zur Lane laufen und wie weit sind die Creeps weg? Und wenn die Creeps dann da sind, dann pull ich einfach. Okay. Weil, wie gesagt, so Timings merken, die ändern sich mit jedem Patch und wenn man sich das halt so merkt über visuelles Vorstellen, geht es glaube ich einfacher. Und dann kann man halt auch auf der Minimap schauen und sobald die auf der Minimap hier sind, pullt man dann. Und wenn es mit dem Timing halt nicht klappt, muss man halt mal 5 Minuten in die Lobby gehen und einfach ausprobieren, sich die Zeit merken, sich merken, wo die Creeps stehen. Ein Tipp zum Pullen. Wenn man die Creeps pullt, dann bleibt man am besten circa nachher hier stehen und lässt sich einmal angreifen. Weil in dem Moment, wo dich die Neutral Creeps angreifen, ziehen deine Lane Creeps stärker Aggro. Okay. Das geht vor allem gut, wenn man hier zum Beispiel Trolle hat oder Range Creeps, weil dann kann man sich einfach einmal angreifen lassen und alle Creeps um dich herum aggro dann die Neutral Creeps und laufen dahin. Wenn ich aber zu früh pulle, dann ist es Range Creep ja aus der Aggro raus, oder nicht? Das läuft dann einfach weiter, oder? Theoretisch schon, aber auch wenn ein Creep durchläuft, wenn hier mehr Creeps sind, dann kann die Crystal Maiden und der Legion schlechter hier hinlaufen und den Pull contesten. Manche Spieler, die richtig gut Support spielen, ich wüsste die Timings jetzt nicht, die pullen zum Beispiel das Easy Camp nur so, dass zwei Creeps kommen, weil dann werden die zwei Creeps safe denied und die Leute müssen trotzdem auf die Lane gehen und ihre Creep Wave farmen. Also man kann halt auch Pull-Manipulation so machen, dass nicht alle Creeps mitkommen. Okay. Aber das ist, glaube ich, eher advanced. Aber das kann man sich gedanklich auf jeden Fall überlegen. Oder man pullt so, dass nur das Range Creep mitkommt, dass einfach das Range Creep denied wird. Aber ja, normalerweise, es geht hier, glaube ich, erstmal nur um den Pull und dass man den Gegnern, dass man die Lane wieder kontrolliert an die Stelle, wo man sie haben will und dass die Gegner eventuell ein bisschen Erfahrung verlieren und man selber eventuell mit der Creep Wave noch dieses Camp mitnehmen kann als Gold und Erfahrung.
Ja, und du hast jetzt hier Battery Salt benutzt. So, Battery Salt und zum Beispiel Cast von Witch Doctor, da ist immer echt wichtig, dass man die Skills zum richtigen Moment benutzt. Zum Beispiel hier jetzt. Du benutzt gleich Battery Assault und die haben hier eine Creep Wave und da kommt die zweite. Das heißt, das sind 10 Creeps um die Gegnerhelden herum. Und Battery Assault wirst du eigentlich verwenden, wenn die Gegner isoliert sind und keine Creeps nebendran haben. Das heißt, wenn ihr plant, Battery Assault zu benutzen, müsst ihr eigentlich schauen, dass ihr zuerst die Creeps tötet oder so. Zum Beispiel, der Underlord soll mal in die Creep Wave Firestorm reinhauen. Ja, der Underlord hat hier auch irgendwie keine Mana Regen. Und wenn halt weniger Creeps da sind, ist dein Battery Assault stärker. Wenn du deshalb Battery Assault anmachst und auf die Gegner draufläufst und sie angreifst, dann A, es werden dich zwei Doppelwaves angreifen und Creeps machen einem im Early Game sehr viel Schaden. Und dein Battery Assault wird niemand treffen, das heißt, du bist eigentlich ein stärkerer Creep, der einfach Rechtsklick auf den Gegner macht. Soll ich mir da, ich meine, ich habe ja hier Mana-Probleme für meinen zweiten Skill reicht's nicht. Sollte ich mir da früher eine Mango oder so holen? Ja, du kannst dir auf jeden Fall den Mango holen. Ich denke auf jeden Fall, ich würde mir eigentlich auch immer, ich weiß nicht, was ich GH spot, aber ich würde mir eigentlich auf jeden Fall fast immer auch ein Orb of Venom kaufen, aber du hast jetzt gerade natürlich nicht so viel Gold. Stick ist auf jeden Fall theoretisch immer gut. Die Frage ist halt nur, benutzt der Legion Commander und die Crystal Maiden so viele Skills, dass sich der Early Stick lohnt, weil könnte vielleicht ein Early Orb of Venom und Boots besser sein und den Stick später. Aber ja, so eine Mango könnte sich schon lohnen. Aber was halt natürlich auch hilft, wenn du deine Skills halt nur benutzt, wenn du sicher weißt, die machen da was. Weil gerade zum Beispiel mit der Creep Wave, du hast eigentlich einfach 100 Mana verschwendet und das hat dir nicht geholfen. Ja, sehe ich ein. Also so wie ich das sehe, ihr gewinnt ja die Lane gerade nicht, hätte sich vielleicht echt so ein Creep-Pull mal gelohnt. Dann hättet ihr, vor allem wenn man solche Sachen mit Creep-Pulls macht und den Gegnern eine oder zwei Waves denied, dann hat man natürlich auch, du hast dann auf Clock mehr Level und auf Underlord mehr Level und die Gegner haben weniger Level und dann erhöht sich halt auch nochmal die Chance, dass man jemanden töten kann. Was ihr natürlich auch machen müsst, was auf Offlane sehr wichtig ist, ihr müsst euch absprechen und ihr müsst zusammen Creeps denyen. Ihr habt jetzt zwei Melees, die echt hohen Base Damage haben. Der andere hat ja 90 Damage, du hast 60 Damage. Das heißt, sobald so ein Creep auf 100, ein Range Creep auf 150 HP geht oder ein Melee Creep auf 135 HP, weil Melee Creep hat 10% Rüstung, könnt ihr zu zweit den Creep angreifen und eigentlich alle Creeps denyen. Wenn man das zusammen timet. Weil die Crystal Maiden kann ja nicht viel helfen beim Last Hitten. Und der Legion hat weniger Damage wie der Underlord und du. Also, wenn man da viele Creeps denied, das würde vielleicht auch euch helfen. Ja, schön den Pull unterbrochen, war gut, aber anstatt jetzt die Creeps hier auf die Lane zu pullen, hättest du halt auch hier vorbeilaufen können und dann die Creeps, hier zwischen die Tower pullen oder einfach hier hin und dann hättest du halt denen einfach eine ganze Creep Wave denyen können. Und jetzt laufen die Creeps halt wieder auf die Lane und ihr habt genau das gleiche Problem. Also echt mal, ich glaube, so auf Position 4 sind diese Creep-Skippen und Creep-Pullen sind halt, Creep-Pullen-Pulls sind halt richtig gut. Es sind natürlich hier schon advanced Sachen, aber schadet ja nicht, die zu wissen und die auszuprobieren. Okay, was ist jetzt hier passiert? Die haben euch einfach gegoat. Du hattest Battery Salt noch auf Cooldown. Die Sache ist hier, du hättest hier zum Beispiel überleben können. Wie hättest du es überleben können? Der Moment, wo du gleich deine Quarks benutzt.
So, du bist jetzt geroutet. Du bist unrouted. So, was passiert jetzt eigentlich? Du läufst weg und während dem Weglaufen und zwischen seinen Hits kannst du ein bisschen Distanz aufbauen. Und jetzt benutzt du die Cogs, wenn er schon wieder am Laufen ist. Hättest du jetzt zum Beispiel entweder früher gecockt oder einfach gewartet, bis er dich einmal angreift und dann mit Maximum Distanz die Cogs benutzt, hätte es vielleicht gereicht, dass er außerhalb steht. Wenn ich mir das, ich glaube, das war mein Plan. Ich glaube, das Ding ist ja vor 2, 3 Tagen passiert. Ich glaube, das war mein Plan, aber hat nicht gereicht. Das heißt, ich Ja. hätte, wann hätte ich die Cox benutzen müssen? Ist natürlich auch schwer ohne Boots. Ich habe ja nicht so viel Glockenmatch gespielt, aber ich glaube, wenn er, du läufst jetzt los, wenn er dich angreift und dann in der Zeit, wo er sozusagen auf seinen nächsten Hit wartet, da kriegst du wahrscheinlich die maximale Distanz rein. Aber ja, wie gesagt, ihr habt jetzt echt eine schwere Lane. Ich würde jetzt einfach gar nicht mehr lane, sondern einfach diese Creep Pulse und so probieren. Und wenn ich und wenn wenn's, wenn die Creep Pulse halt und die andere Option wäre versuchen mal die Mitte zu töten. Ich meine, was habt ihr in der Mitte? Ihr habt eine Snapfire Mitte. Ja, mit dem könnte man vielleicht auch töten, weil mit so Cox und Battery Assault gegen einen Zeus, der keinen Movement Speed und keinen Escape hat, kann man halt auch mal einen Kill holen. Aber ich glaube, allgemein würde ich jetzt einfach nicht mehr auf die Lane gehen und versuchen, ein bisschen mit Creep Pulse dem Underlord ne einfach in die Lane zu geben und selber ein bisschen Erfahrung und Gold bekommen. Mein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich gemacht habe. Das ist schon etwas her. Uff. Der Battery Assault. Ich bin auch kein Fan von der Rocket Early, weil, okay, die Mana-Kosten wurden anscheinend reduziert, die kostet nicht mehr viel Mana, die macht 80 Damage, aber ich glaube, ich weiß nicht, spielt GH das so, dass er oft Level 3 Rocket Flares gilt? Das weiß ich nicht, welches er zuerst skillt. Es war auf alle Fälle eine frühe Rocket dabei. Okay, also. Meiner Meinung nach, man braucht auf jeden Fall Battery Assault auf Level 2, weil wenn man mal vergleicht, Battery Assault hat ja, es hat ne, es hat ja, es macht ja 15 mal Damage. Das heißt, auf Level 1 macht es sozusagen 300 Damage und auf Level 2 macht es. 700 noch was. 720, wenn ich mich täusche. Ah ja, du hast schon den Gamepedia-Artikel dir angeschaut. Ja, aber wie gesagt, es macht halt 25 mal 15 Damage. Das sind halt, du kriegst halt für einen Skillpunkt 400 Schaden oder so. Ich meine, die Cogs, die scalen nicht wirklich. Was ändert sich bei den Cogs? Eigentlich gar nichts, weil den Damage und den Mana Burn cool, die Duration cool, aber braucht man eigentlich nicht. Die Rocket Flare, das gibt ja halt eine Rakete, die extra Mana kostet und 80 Damage macht. Von dem her, ich glaube, der Skillbild für mich wäre auf jeden Fall 2 oder 3 Level in Battery Assault. Ein Level in die beiden anderen und dann kann man sich überlegen, was skillt man weiter. Weil es könnte natürlich später sein, dass du irgendwie mit Battle, zum Beispiel spielst gegen einen PL, gegen PL kannst du ja mit Battery Assault nicht so viel machen. Oder wenn ihr einfach irgendwie ein Game habt, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht Melee auf die Gegner drauflaufen und was machen, dann würde ich wahrscheinlich Battery Assault auf Level 2 oder Level 3 lassen und dann die Rocket Flare skillen oder die Cogs, ich weiß es nicht. Okay. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, auf Level 3 brauchst du das zweite Level Battery Assault. Weil der Damage Spike und der Power Spike, was es dir da gibt, ich meine, du bist ein Level 2 Held, der einfach mal 600 Damage mit einem Skill macht, den kann man eigentlich nicht ignorieren. Und wenn man sich bloß mal die Crystal Maiden ankauft, wenn die einmal kurz von der Lane wegläuft und zum Beispiel pullen will und du hier schon bereit stehst und du einfach dein Battery Assault am Marsch und die 2, 3 Mal angreift, dann ist die halt tot. Und ich glaube, das zweite Level in Battery Assault ist zu stark, um es nicht zu nehmen. Okay. Das wäre jetzt so mein Gedanke. Und klar, das sind halt hier Mechanics. Du musst halt mehr Clock spielen und wissen, wann aktivierst du es und wann nicht, weil gerade war er Ja, halt. ich hatte mir die Szene auch nochmal angeschaut in der Wiederholung. Die hatten Vision oben drauf. Und da hat er mich praktisch gesehen und dann umgedreht. Ja. Aber ich weiß nicht genau, was die Cast-Time von Battery Assault ist, aber man kann, glaube ich, wenn man Battery Assault castet, noch mit S abbrechen, wenn man sieht, es wird doch nichts.
Es gibt ja, S ist ja nochmal der Hotkey für Stopp und solange der Sperr nicht raus ist, kann man ihn noch abbrechen. Okay, habe ich jetzt noch nicht versucht. Probiere ich mal. Ich weiß halt gerade leider nicht die Cast Time auf Clock, aber die müsste irgendwie so 0,2, 0,3 Sekunden oder so sein. Das heißt, man hat nochmal einen kurzen Buffer, wo man sich entscheiden kann, lasse ich jetzt den Spell durchkommen oder breche ich ab. So, du hast dein Magic Wand upgegradet. Magic Wand, krankes Item, aber das Problem ist halt nur im Early Game, du wirst meistens nicht mehr wie 10 Aufladungen haben. Und ich meine, was gibt dir Magic Wand mehr, was dir ein Magic Stick und die zwei Ironwood Punches im Inventar gibt? Es gibt dir für nochmal 150 Gold plus ein Stats und mehr Aufladung. Aber das Problem ist halt, wie gesagt, dein Held, für deinen Held ist es wichtig, dass du viel Movement Speed hast. Das heißt Boots, Windlace und Orb of Venom, weil du kannst mit deinem Held ohne Probleme, wenn du Boots hast und viel Movement Speed in die Mitte reinlaufen, die Mitte diven. Du kannst die Crystal Maiden diven, du kannst jeden diven. Von dem her, das Magic Stick auf Magic Wand Upgrade, das war richtig gut, aber ich würde mir das erst nach Boots, Windlace und Orb of Venom kaufen. Was soll ich mir zuerst kaufen? Windlace oder die Boots? Ich glaube. Okay, lass uns mal anschauen. Boots bringen dir jetzt 15% Movement Speed. Du hast wahrscheinlich einen Base Movement Speed von irgendwie 300 irgendwas. Das heißt, die Boots geben dir ca. 55 Movement Speed. Die Windlace gibt dir 20. Die Boots kosten doppelt so viel. Das heißt, die Boots sind ein bisschen mehr effizient pro Gold. Ich glaube, ich würde mir erst die Boots holen und dann die Windlace. Außer. Wieso sind die Boots effizienter pro Gold, wenn Windlace 20% Movement Speed gibt? Pass auf, Windlace gibt plus 20 Movement Speed und Boots of Speed geben 15%. Alles klar, habe ich Das verstanden. heißt, du hast jetzt so ein Base Movement Speed von zum Beispiel 300. Wenn du jetzt Windlace kaufst, dann hast du 320. Wenn du Boots kaufst, hast du 345. Aber die Prozente von den Boots gehen nachher auch noch auf den Extra Speed von der Windlace drauf. Das heißt, beide zusammen stacken nochmal miteinander, weil die 15% von 20 Movement Speed sind halt auch nochmal 3 Movement Speed. Also es gibt in Dota zwei Sachen. Die Boots geben immer prozentual und alle anderen Items wie Yasha, Trumps, Super Urn, Solar Crest, Windlace und so, die geben flat, also plus. Plus eine Zahl, eine feste Zahl. Okay, also wie gesagt, das Konzept von Glock ist einfach Movement Speed und Slow sind halt richtig gut auf dem Held, weil er kann auf jeden drauflaufen, er kann mit seinem Level 2, Level 3 Battery Assault eigentlich jeden stunnen und töten und die Boots Early sind halt extrem wichtig. Und ich würde die Boots. Solange man nicht gegen die Lane spielt, wie Batrider, Bristleback, Phantom Assassin, also Helden, die ganz viele Skills benutzen, würde ich eigentlich priorisieren, mir Boots, Orb of Venom, dann den Stick, dann die Windlace, dann den Magic Wand Upgrade und dann die anderen Items, die man sich so kauft. Yeah, Agility also gives movement speed, but it's not enough to care about it. Hätte ich jetzt den Kill da oben nehmen müssen? Den Kill? Achso, du hast die Rocket auf die Top Lane geschossen. Warte, lass mich nochmal genau schauen. Das, was wir gesagt So, haben, lohnt es sich. die Gaunen hier. Ich weiß nicht genau, wo man die Rocket jetzt aimen müsste, aber ich glaube, wenn sie straight runterläuft, ich glaube, die Rocket Speed wurde nochmal gechanged, dann müsste man, glaube ich, hier irgendwo hinzielen. Ich würde auf jeden Fall die Rocket schießen, weil, ich meine, der Slow läuft aus. Ob die noch in Tower diven können und eine zweite Nova benutzen und so, weiß ich nicht. Ich würde hier auf jeden Fall die Rocket benutzen. Wenn du die Rocket schon hast und es irgendwo Kill Potential gibt, würde ich die Rocket immer drauf schießen, weil es könnte halt nicht reichen und wieso nicht? Jetzt hast du die geschossen und
Ja, du hast jetzt halt den Kill gekriegt, aber whatever. Aber hast du eigentlich Erfahrung gekriegt? Ah, du kriegst sogar die Erfahrung, cool. Ich glaube, es gibt nach den Kill-Formulars sogar insgesamt mehr Gold für euer Team, wenn drei Leute beteiligt sind. Ich hätte die Rocket geschossen, aber war jetzt halt unglücklich, dass du genau den Last Hit gekriegt hast. Hätte aber auch anders laufen können. Und die Spectre hätte auch sehen können, da kommt die Rakete, ich time meinen Last Hit anders. Aber ich würde die auf jeden Fall schießen, 100%. Ich meine, ich kann mir natürlich denken, der Legend-Spieler kriegt es am Anfang und meint, er kriegt hier seine Kills gestealt, aber sowas passiert halt. Und also ich sehe das nicht als einen Fehler, ich hätte die Rakete auch geschossen. Meine, das, was ich halt hier sehe, ich meine, du bist jetzt eigentlich bloß hier sehr statisch auf der Lane und das Problem ist, du machst eigentlich nicht viel, weil, oder du merkst hier auch die Rocket Flare, also vor allem in den Games, in deinen Games, bis von Low bis High MMR würde ich eigentlich immer Battery Assault skillen. Weil du kannst einfach jeden Solo töten und was ich hier halt sehe, ich meine, der Zeus, vor allem jetzt, wo Snapfire Level 6 hatte, theoretisch wird schauen können, oh, der Snapfire bekommt Level 6 und wenn du einfach auf den Gegner draufläufst und den Cox kann der seine ganze Ulti treffen. Das heißt, seine Ulti macht ja insgesamt 1200 Damage, wenn er alle trifft. Ja, 1200 Damage, bisschen mehr. Das heißt, der Zeus ist eigentlich immer ein Free-Kill, auch bevor er Level 6 hat. Das heißt, du musst echt theoretisch sehen, okay, die haben eine Mitte ohne Escape, ohne Movement Speed, auf die du eigentlich drauflaufen kannst und die einfach cocken und die stirbt dann eigentlich. Das musst du einmal sehen. B, die Crystal Maiden muss öfter sterben, weil sobald die von den Creeps wegläuft, musst du das eigentlich instant realisieren. Und wenn du auch Boots oder Orb of Venom hast, dann kommt die auch nicht von dir weg. Und vor allem, wenn sie versucht zu pullen. Vielleicht hätte sich auch irgendwie ein Ward eher in dem Gebiet gelohnt, dass du siehst, wann geht die Crystal Maiden von der Lane und geht sie pullen. Und wenn sie das macht, direkt punishen. Okay, aber da muss ich aber immer unten warten, oder nicht? Ich meine, wenn du zum Beispiel hier stehst und hier irgendwo Wischen hast und du siehst, die läuft zum Pull, oder du denkst dir einfach, okay, gleich ist 8 Minuten 15, die wird gleich pullen, ich laufe mal dahin. Das muss man, glaube ich, einfach so ins Gefühl bekommen. Aber du kannst auf jeden Fall, wie ich sag, du kannst die Crystal Maiden solo töten, den Legion wahrscheinlich auch, wenn du Battery Assault magst, mit Underlord zusammen, aber der Legion wird schon schwerer. Und du könntest auf jeden Fall den Zeus in der Mitte töten. Und du könntest auch theoretisch, wenn du hier mal fightest und stirbst, oder wenn du einfach auf die Toplane TP, so die Drow und die Windrunner sind auf jeden Fall auch Kills, wenn die Lane nicht gerade in deren Tower steht. Von dem her würde ich mir auch immer gut überlegen, gibt es irgendwo, gibt es was auf den anderen Lanes zu machen und will ich wirklich hier auf der Lane stehen und mit dem Underlord die Erfahrung teilen und nicht lieber Solo-Kills holen oder Creeps skippen oder was auch immer. Vor allem, wenn jetzt zum Beispiel gerade die Creep Wave eh hier an eurem Tower steht und in euren Tower pusht, dann kann der Lo Underlord eigentlich da alleine stehen, alleine farmen und währenddessen kannst du wahrscheinlich irgendwo auf der Map Kills finden. Aber bevor wir weitermachen, ich will bloß mal ganz schnell ein Skillbild von GH anschauen, weil würde mich echt wundern, wenn er in jedem Game immer die Rocket Max zu früh. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß nur 1 und 3 benutzt er. Cox nimmt er ganz zum Ende. Ich habe jetzt hier zwei Games. Ich guck mal schnell auf die Skill Builds und er geht auf jeden Fall Tranquil Boots, holt sich kein Orb of Venom. Okay, vielleicht braucht man das nicht. Vielleicht kauft es sich eh schon der Carry oder der Offlaner. Kauft sich Bracer. Aber ich habe jetzt hier
Das erste Game offen, da hat er Battery Assault gemacht. Er hat sozusagen Battery Assault, auf Level 2 die Cogs, auf Level 3 wieder Battery Assault, auf Level 4 ein Level Rakete, dann Battery Assault auf Level 4 und dann hat er die Rocket gemaxt und die Cogs als letztes. Aber auf jeden Fall, er hat hier Battery Assault vor der Rocket und das sagt mir auch mein Gefühl, dass Battery, ja, in einem anderen Game hat er auch Battery Assault gemaxt, also und in einem anderen hier hat er sich. Und in dem Game, wo ich gerade offen hat, hat er auch mit Boots angefangen. Und im anderen Game hat er mit Ring of Basi angefangen für Mana Region. Aber ja, also auf jeden Fall, ich glaube, du kannst einfach Safe Battery Assault maxen. Okay. Ich glaube, es gibt echt wenig Situationen, wo ich sagen könnte, es könnte sich ein anderer Build lohnen, aber Battery Assault auf jeden Fall, in 95% der Games maxen und in den anderen Games wahrscheinlich Rocket Flare. Gut, in dem Fall war das jetzt dann eher Glück, dass ich den Zeus bekommen habe, ne? Weil ansonsten hätte ich es ja nicht geskillt. Ja, aber jetzt überleg dir mal, du hättest jetzt Battery Assault gehabt und du hättest dich einfach fünfmal hinter den Tower gestellt und wärst einfach auf den Zeus draufgelaufen mit dem Snapfire und hättest ihn fünfmal schon getötet. Also, wenn jetzt ein 6K oder 7K Spieler den Clock spielen würde und der sieht, da steht ein Zeus, der eigentlich gar nichts kann und ihr habt einen Held in der Mitte, der Nukes und einen Stun hat, der hätte den Zeus wahrscheinlich schon fünfmal getötet. Weil der kann einfach nichts machen. Der hätte wahrscheinlich ein bisschen schneller seine Boots bekommen und dann hätte er halt den Zeus getötet. Aber klar, ist natürlich ein Lucky Kill, aber ist natürlich auch lucky für den Zeus, dass er nicht schon sechsmal getötet wurde auf der Lane vom Clock. Verstehst du, was ich meine? Ja. Doch, dass du jetzt natürlich diese Kraft hast, verlierst du ganz viele andere Kräfte, die dir helfen würden, wenn du es richtig machst, Druck auf die Gegner auszuüben. Okay, du siehst jetzt die Fighten oben, du läufst hin, das ist auf jeden Fall gut. Ach ja, übrigens, guter Trick, gerade wenn man Clock spielt, einfach die Maus auf den Hookshot halten, du siehst ja, dann zeigt das hier immer schön die Range an, die Maximum Range. Hast du den Trick schon gekannt? Ja, aber ich habe meine Maus dann nicht auf dem Skillbit dann immer. Also ich meine halt nur, wenn ich nicht weiß, reicht jetzt die Range, reicht die nicht, bleib ich kurz mit der Maus drauf und dann weiß ich, oh, die sind in Range, jetzt schieße ich den Hook. Okay. So schnell habe ich das jetzt noch nicht versucht. Muss man ausprobieren im Kampf. Ja. Weil ja, ab und zu habe ich mich verschätzt. Das ist dann zu kurz gekommen. Ja, und das hilft einem halt extrem, vor allem wenn man den Held nicht schon tausendmal gespielt hat und es einschätzen kann. Also ich mach sowas auf vielen Helden, obwohl ich halt eigentlich echt alles auswendig weiß, theoretisch. Aber manchmal verschätzt man sich halt doch ganz knapp. Ah ja, alright. Ich habe ich jetzt schon paar Mal gesehen. Dein Mana-Management ist nicht so geil, weil theoretisch wäre jetzt wieder alles ready und ihr könnt einen Fight nehmen, du hast aber leider kein Mana. Warum hast du kein Mana? Weil du nicht permanent Clarities hast und solange du rumläufst, einfach Clarities benutzt, um mehr Mana zu bekommen. Mein, wenn du dir mal überlegst, so eine Clarity, die gibt dir in 30 Sekunden 180 Mana, du hättest theoretisch nach dem letzten Fight deinen Mana wieder voll gehabt. Ich meine, ab Ich hätte ja hier. die Boots verzichten sollen auf die ausgebauten Boots. Ich meine, Tranquil Boots sind auf jeden Fall gut wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man die immer braucht, aber was bringt dir jetzt mehr anstatt. Okay, die Boots die normalen Boots haben dir 45 Movement Speed gegeben und die Windlace hat dir 23 gegeben. Das heißt, die haben dir insgesamt
fast 70 Movement Speed gegeben. So, die Tranquil Boots, die geben dir jetzt ein bisschen mehr und geben dir Regen, aber die Regen hast du ja gerade noch nicht gebraucht. Ich würde auf jeden Fall sagen, du musst, du solltest auf jeden Fall immer genug Mana haben, weil bringt dir jetzt 30 Movement Speed mehr oder die Möglichkeit, gleich einen Hookshot zu benutzen und einen Teamfight zu gewinnen oder einen Gegner zu töten? Verstanden. Ich meine, vielleicht hast du jetzt auch Glück und bekommst gleich Mana durch deinen Magic Stick. Aber du bist jetzt hier auf jeden Fall nicht Fight Ready. Das heißt, wenn theoretisch Plays gemacht werden könnten, kann man die Plays jetzt nicht machen, weil du halt kein Mana hast. Das heißt, du bist gerade eigentlich ein Creep, das über die Map läuft, anstatt ein Clock mit allen Skills ready, der eigentlich jeden Solo töten kann, wenn man es richtig anstellt. Ich meine, natürlich ist es natürlich schwer ohne Battery Assault gemaxt. Aber ich meine, du hast natürlich trotzdem einen Stun und Cox. Ich meine, die Windranger, die wäre hier tot gewesen, oder? Ja, die wäre safe tot gewesen. Also Mana ist verdammt wichtig. Wenn man nicht volles Mana hat, muss man eigentlich immer Clarities am Start haben. Und du musst dir auf jeden Fall klar machen, ich meine, in dem Spiel, wie gesagt, durch die Rocket Flare Skill hast du halt echt keinen Damage, aber wenn du dir jetzt halt gerade deine Position im Spiel anguckst und du siehst, du spielst gegen eine Trow, okay, Trow kann dich aus den Cogs rausschubsen mit Gust. Das heißt, um Trow zu töten, brauchst du immer zwei Leute und du machst die dann nicht in die Cogs rein, sondern du läufst einen Schritt neben sie und nach dem Hook pushst du sie mit den Cogs in deine Teammates rein. Aber die Crystal Maiden, die kannst du solo töten. Den Zeus kannst du mit plus 1 solo töten, weil der hat jetzt natürlich schon ein bisschen Items und Level. Ja, Legion kann man eigentlich nicht töten. Windranger kann man, glaube ich, töten. Das heißt, wenn du dir bloß bewusst machst, du hast eigentlich drei Leute, zwei Leute, die kannst du solo töten und drei, vier Leute, wenn du Battery Assault gemaxt hättest, wenn bloß ein Mitspieler mit dir spielt, zum Beispiel der Snapfire mit der Ulti, könnt ihr eigentlich auf Cooldown alle 110 Sekunden mindestens, egal welchen Held, töten. Und wenn du dir das halt bewusst machst und dann mit deinen Teammates ein bisschen diese Moves planst und einfach, was wollen die Gegner machen, wenn ihr jede Minute gefühlt einen Held einfach for free abfarmt? Also es ist halt wichtig, dass du siehst, was könntest du potenziell tun. Und hier gibt es theoretisch viel zu tun, weil du hast ein echt gutes Clock-Game. Ja, genau, das war jetzt der Move. Ich musste mal schnell auf dich zurück, weil ich war auf der falschen Kamera. Er hat hier zwar seine Spells gemisst. Aber du machst dich hier auf jeden Fall bereit, ist der richtige Move. Triffst den Hook, das war gerade auch schon am Limit von der Range. Ja, und diesen Move müsst ihr halt permanent machen oder auch mit dem Lich, der hat ja auch extrem viel Damage. Und die Drow, die ist halt auch ein Fressen für euch. So, wenn du. Die Spectre braucht jetzt eigentlich kein Babysitten mehr, die kann eigentlich machen, was sie will. Die kauft sich zwar dumme Items und hat dann niedrigen Farmspeed, aber ja, cool, Das whatever. wird besser. So Blade Mare Rush of Spectre, uff, oh, tut eigentlich schon weh, weil es gibt ja halt keinen Farmspeed. Was die Leute mittlerweile auf Spectre bauen, ist klar, Power Treads, Rest Band, Soul Ring für Mana, dass man permanent den Dagger zum Farmen verwenden kann. Und dann geht man, glaube ich, straight Radiance oder Yasha into Radiance oder Manta oder direkt Manta. Weil die Manta-Idos kriegen natürlich den Desolate Damage und Radiance natürlich gut, weil das ganze Gegnerteam kriegt die Mischance, das ganze Gegnerteam kriegt Damage und Radiance erhöht deinen Farmspeed enorm, weil du immer zwei Camps gleichzeitig mit dem Radiant Burn farmen kannst. Gehen Necros auf Spectre noch, ja, Necro 1 auf Spectre ist auch viable für den Farmspeed. Also von der Spectre würde ich eher weniger die Tipps annehmen, ehrlich gesagt. Ja.
Aber das Wichtigste wäre jetzt halt auf jeden Fall, dass du Snapfire und Lich Terror auf der Map machen. Und hier war natürlich auch wieder das Problem, das wir vorher schon gesehen haben. Mana ist nicht vorhanden. Gut, du hättest hier die Mango, du hast aber zu spät realisiert. Nächstes Problem. Als du hier gerade gegoat hast. Zu den Micro Mechanics. Habe ich die mit der Taste angezogen oder mit der Maus? Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt pass auf. Du hast jetzt hier einmal angegriffen. Du machst jetzt hier deine Battery Assault an. Und jetzt hast du theoretisch Zeit, um näher an den Gegner ranzulaufen. Du kannst ja gerade eh noch nicht angreifen, weil dein Angriff hat natürlich noch nicht die 1,3 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, du könntest jetzt einfach nach links sidesteppen. Und wenn die Windranger anfängt wegzulaufen, wird sie halt auf jeden Fall nochmal öfter vom Battery Assault getroffen. Das heißt, so zwischen Angriffen und zwischen Skills benutzen immer laufen. Weil du bist die Windranger, wohin wird sie weglaufen? Es sind eigentlich zwei Optionen, hier hoch oder hier runter. Das heißt, die beste Position für dich wäre jetzt eigentlich hier circa. Natürlich aufpassen wegen Shackle Shot, am besten nicht in Tree Line stehen. Aber würdest du jetzt zum Beispiel nach links laufen, dann den Cog benutzen oder einfach gar keine Cogs benutzen, keine Ahnung, dann wäre das auf jeden Fall für sich schwerer. So kleine Sachen, so Micro-Movements und Sidesteppen und Zwischenangriffen laufen und so, die sehen zwar nicht wichtig aus, aber im Endeffekt können die extrem viel ausmachen. Und für mich sah es halt einfach auf, du hookst sie und dann wird einfach der Rechtsklick benutzt. Und daran muss man denken, könnte es sich lohnen, zwischendrin noch ein bisschen zu laufen und so. Also ein guter Spieler, der viel Dota spielt, der hat es halt irgendwann, der sieht es halt bei anderen guten Spielern, der macht es irgendwann automatisch, ohne dran zu denken und irgendwann ist es einfach in den Muskeln eingespeichert, was da gemacht werden muss. Es ist für mich echt schwer zu erklären, warum und wie macht man das, aber ich weiß halt einfach, man macht es und es ist richtig. Aber ja, wie gesagt, größtes Problem einfach, wer Battery Assault da. Ich meine, die Rocket, die macht jetzt 120 Damage mehr und hat ein bisschen weniger Cooldown. Du kannst zwar damit ein bisschen farmen, Lanes pushen, cool, aber vor allem, wenn man die Rocket benutzt, dann will man wahrscheinlich auch Lanes, wo gerade keiner draufsteht, ein bisschen rauspushen, dass die Gegner Lanes defenden müssen. Aber wenn man sich jetzt bloß mal anguckt, wird einfach 75 mal 15, uff, das wären halt einfach, wird einfach 1000 Damage mehr. Und 1000 Damage ist eigentlich auf jeden Heldenkill. So, eine Sekunde, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay, dann. Ehrlich gesagt, ich würde jetzt in den Replays gar nicht so weit gehen. Ich würde jetzt einfach sagen, die meisten Replays gucken wir uns einfach so die ersten 10, 15 Minuten an. Und unser erstes Ziel sollte sein, dass wir die Laning Stage und das Early Game in den Griff bekommen. Und wenn wir sauber die Laning Stage spielen, dann würde ich sagen, können wir in die komplizierteren Sachen wie Midgame und so gehen. Was man da machen will und wie man das mit Clock und so secured und allgemein. Aber ich sehe jetzt gerade noch nicht viel Grund, dass wir irgendwie ins Late Game reingehen und ins Mid Game. Ich würde lieber erstmal schauen, dass du das Early Game verstehst, du genau weißt, welche Optionen hast du, wann willst du was tun, wie willst du deine Skills auf den Helden, die du spielst, benutzen. Ich glaube, das macht im Moment am meisten Sinn. Dann gehe ich jetzt mal direkt ins zweite Game rein. Die haben wir halt voll auf die Mütze bekommen. In dem Spiel hast du zwei Level Battery Assault into Rocket Flare. Finde ich auf jeden Fall schon besser, aber wie gesagt, ich finde, Battery Assault muss einfach gemaxt werden.
Schau noch mal schnell auf die Drafting Order, wann du deinen Held gepickt hast. Wir machen wieder ganz zu Beginn. Ja. Hier hast du natürlich ein viel schlechteres Glock Game, weil Storm Spirit hat theoretisch einen Escape, aber nee, er müsste glaube ich immer rauskommen. Aber Glock gegen Storm ist eigentlich ganz gut, weil du kannst ihn ja trotzdem mit dem Hookshot eigentlich immer stunnen und dann kannst du noch mal mit den Cogs ihn pushen. Das heißt, 3 Sekunden stunnen und in der Zeit müsste eigentlich irgendein Teammate von dir rankommen, um ihn weiter zu stunnen oder zu töten. Aber klar, Ogre ist verdammt tanky. Wenn du den gaust, dann will der halt trotzdem nicht sterben, weil das so viel aushält. Void kann aus deinen Cogs rausspringen und aus deinem Battery Assault. Death Prophet, die macht einfach ihren Spirit Siphon an und saugt dein Leben. Und Mirana kann ja auch einfach rausspringen. Das heißt, es ist schon ein viel, viel schweres Glockspiel und hier musst du schon viel bessere Plays machen, um Impact zu haben, wie im Game davor. Im Game davor war es halt wortwörtlich 5 Targets, wo du jeden Solo töten kannst mit dem richtigen Skillbild. Hier hast du jetzt auch einen anderen Skillbild. Du warst jetzt Offlane, oder? Oder Offline? hast du hier Position 4 gespielt? Ah, ja, ich glaube, nee, das nimm mal das andere Replay. Das Okay. war das. Da hatten wir Absprachenfehler. Ich wollte gar nicht Position 3 spielen hier in dem Ding. Okay, dann mache ich einfach das andere. Die falsche Nummer gegeben, sorry. Kein Problem. Hast du mal in Lobby das mit diesem Creepskippen ausprobiert? Ja, habe ich einmal probiert, was mir schwerfällt, die zwischen den Türmen zu halten, dass kein Tower die angreift. Ich kann's ja gleich einfach mal zeigen, wie ich das machen würde. Einmal kurz, und dir die Tricks nebenbei erklären, was es einfacher macht. Okay, du hast hier Windlace und Stick genommen. Du spielst wahrscheinlich gegen einen Lifestealer und noch einen Held, auch wieder Helden, die eigentlich nicht so viele Skills early benutzen. Von dem her hätte ich lieber was anderes und den Magic Stick später. Also dann hätte ich lieber entweder direkt die Boots oder noch einen Orb of Venom oder so. Das sieht gut aus, da könntet ihr die Kills kriegen. Bin falsch gerannt, ne? Ja, mit Boots hättest du ihn bekommen. Ich meinte, ich hätte nicht auf den Lifestealer gehen sollen, lieber auf die Lina, oder? Es gibt hier zwei Gedankengänge. Einmal hier Lina, kostenloses First Blood. Anderer Gedankengang, es könnte dir reichen, die Rune vom Lifestealer zu klauen. Und so eine, wenn der jetzt die Rune bekommt, das sind ja 200 Gold für sein Team und 200 Gold weniger für euer Team. Das heißt eigentlich 400 Gold. Das heißt, eine Bounty-Rune kann schon so viel wert sein wie ein First Blood. Das heißt, hättest du jetzt Boots gehabt und wärst du sicher gewesen, du hättest ihm die Rune klauen können. Dann hätte sich das lohnen können, aber nee, die Lina war hier eigentlich der Safe Kill und das Richtige. Und gucken wir uns doch mal die Helden an. Lifestealer, gut. Glock ist halt auch wieder so ein Held. Glock fuckt den Lifestealer ein bisschen ab, weil dein Ulti stunt ja durch sein Rage. Das heißt, er kann nicht einfach raustp'en. Du kannst ihn aber nicht mit Battery Assault töten und bei Lifesteal ist auch wieder so, du willst ihn nicht in die Glocks packen, sondern eher hooken und dann mit den Cogs pushen. Snapfire kann, glaube ich, theoretisch aus deinen Cogs rausspringen mit dem Cookie. Das heißt auch wieder eher ein schweres Matchup. Aber was du halt machen kannst, du benutzt einfach deine Cogs gar nicht, bis er seinen Jump benutzt hat und cogst ihn danach oder nach seinem Jump, Hook und Cogs. Lina ist eigentlich ein Free-Kill für dich. Void Spirit
macht nicht so viel Spaß, der kann halt auch rausspringen. Das heißt, wenn du den Void Spirit Ghost oder für dein Team ihn catcht, dann immer hooken und mit den Cogs pushen. Und Tide, ja, Tide ist eigentlich auch wieder ein gutes Matchup für dich, wenn er nicht aus den Cogs raus kann. Also ist auch wieder ein eigentlich gut genuges Clock Game, würde ich sagen. Ups. Warte nochmal zurück, ich habe gerade aus Versehen zu schnell gemacht. Ja, das mit der Lina kann man machen. So, jetzt, was wollt ihr auf Lane tun? Ja, Underlord hat wieder Firestorm auf Level 1. Wie gesagt, bin da eigentlich nicht Fan davon, die meisten Games. So, die Lane steht ja jetzt nah bei denen. Aber die Lane von deren Seite pusht ein bisschen. Kann man das Tempo überhaupt regulieren? Den kann man in Einstellungen einstellen. Hier hast du jetzt natürlich auch wieder die Option, Creep skippen, die Lina töten, wenn sie pullen will, selber die Wave pushen und einfach Big Camp permanent pullen und wenn die Lina kommt zum Contesten einfach die Lina töten. Ich denke, das sind jetzt auch wieder eure Optionen. Ich meine, theoretisch ein Lifestealer. Was macht der, wenn ihr den zu zweit angreift? Hat der Spaß? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Lifestealer schon kann eigentlich schon halbwegs stehen. Aber auf Early Levels, ob er so viel macht. Also ich denke, dein Hauptziel ist einfach wieder irgendwie Puls hinbekommen oder Creep-Skips hinbekommen. Und einfach, wenn die Lina pullen will oder die Lina mal schlecht dasteht, einfach die Lina töten. Und ich glaube, der Lifestealer ist erst euer Ziel, sobald die Lina tot ist. Weil so ein Lifestealer, oh, ich meine, sobald der noch kein Rage hat, geht's ja noch, aber der Held ist eigentlich schon nervig. So, auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall immer schauen, dass du dein Level 3 sehr früh bekommst, weil, wie gesagt, Level 3, mit Level 3 fängst du dann eigentlich an, dass du Leute solo töten kannst. Und die XP Advantage kriegt ihr halt entweder durch Leute töten, was hier aber gerade schwer ist, weil der Lifestealer ist irgendwie der Bodyguard der Lina und die Lina steht permanent in einer Creep-Wave und ihr habt noch nicht eure Level. Das heißt, entweder mit Underlord, Firestorm und Auto-Attacks die Lane rauspushen und hier pullen oder halt jetzt einfach schon direkt Creep-Skippen gehen und eine einzelne Wave hier reinziehen oder halt wieder den Double-Wave-Move machen und zwei Waves hier reinziehen und Creeps die Nine. Wie hoch ist eigentlich die XP-Range? Die XP-Range, uff, gute Frage. Die wurde auch öfter geändert, aber ich glaube, die müsste circa so viel wie Dagger-Range sein. Das heißt, die XP-Range wird so circa so viel sein. Von hier bis zu den Creeps oder so. Aber ich google das mal schnell. Chat sagt 1500, sogar ein bisschen höher. Hookshot ist bei 1 oder 1600. Dein Hookshot auf Level 1 hat 2000 Range, das heißt 3/4 von deinem Hookshot. Drei Viertel vom Hookshot. Okay, das kann ich mir auch mal anschauen. Drei Viertel vom Hookshot. Ja, also 1500, so ein bisschen mehr wie die Dagger Range. Und du kannst es dir auch einfach in was ich mir das oft umrechne. Ich meine, der Witch Doctor hat jetzt zum Beispiel 600 Attack Range. Zweieinhalb mal seine Attack Range. Die meisten Range-Helden haben jetzt sogar 600 Range, also zweieinhalb mal die Range von den Helden. Oder ein Range Creep hat 500 Range, dreimal die Attack Range von einem Range Creep. Also so hier könnte man es stehen und man bekommt noch Erfahrung. I'm not coaching for free.
Also du läufst jetzt zwar auf die Lina drauf, aber wie gesagt, ich fände dein Level 3 wichtig, weil ohne Level 3 kein Damage. Von dem her, du hast jetzt dem Underlord ein bisschen Free XP gelassen. Der Underlord hat jetzt Level 3 bekommen. Und jetzt hast du halt dein Level 3 noch nicht. Und ich hätte mir auf jeden Fall das Level 3 mitgenommen, weil sobald du Level 3 hast, wie gesagt, kannst du machen, was du willst. Du kannst die Lina solo killen, du kannst in die Mitte laufen und diesen Boy töten. Ja, du kannst eigentlich alles machen, was du willst. Ich meine, die Gegner Safe Lane, die haben da Snapfire und Tide. Du kannst theoretisch hier rein TP mit Level 3 und auch hier töten. Das heißt, dein Level 3 ist echt key. Und entweder du securest es durch Creeps pullen und dann die hier abfarmen. Ja, auf jeden Fall, du musst early dein Level 3 kriegen. Okay. Es macht dich einfach dreimal so stark. So wie es aussieht, machst du jetzt auch irgendwelche Creep-Pulls oder auch nicht? Nee, keine Creeps gepult. Dieser Wort hier. Was bringt der dir? Wieso hast du den geplaced? Hab den hingesetzt, um zu schauen, wann die Kuriere kommen. Ah, du willst Kuriere snipen. Wäre es dann nicht besser, den irgendwo hier zu stellen? Oder dann würdest du nämlich auch bis hier sehen und du hättest Vision, pullen die Leute, laufen die hier rum, steht hier jemand, TP't jemand, wenn ihr keine Vision auf den Tower habt, TP't jemand in den Tower rein. Weil dieser Wort gibt dir halt wortwörtlich, hier laufen keine Leute, hier laufen sehr, sehr selten Leute. Hier laufen bloß die Creeps und die Kuriere und hier hättest du halt noch ein paar mehr Infos. Okay. Von dem her bin ich mir nicht sicher, ob die Kuriere sehen schon reicht, als Grund da den Ward zu placen. Und nächstes Mal, wenn du so tief im Ward placest, dann mach direkt noch einen Creep-Skip mit, weil ihr schafft es ja gerade eh nicht, den Lifestealer vom Farmen abzuhalten. Also habt ihr eigentlich nicht so eine große Daseinsberechtigung zu zweit auf der Lane. Okay. Also, wenn ich nächstes Mal ein Wort setze, nehme ich dann ein bis zwei Creep Waves mit. Genau. Gut, das kann ich mir gut merken. So, 5 Minuten gleich, Bounty-Runen. Sehr wichtig. Natürlich, in dem Bracket, vor allem Legend und so, sind die Leute entweder nicht gut genug, um auf die Uhr zu schauen, oder sie verstehen nicht, wie wichtig Bounty-Runen sind. Also, du kannst dir eigentlich immer for free Bounty-Runen holen und sobald die gleich spawnen, können wir ja gleich mal ausrechnen, wie viel die wirklich bringen. Ja, nice, den Kurier bekommen. Gehst auch schon zu den Bounty-Runen, das machst du da echt gut. Ja, du kriegst die Bounty-Runen for free. Also eine Bounty-Rune gibt ja 50 Gold für jeden, das heißt 250 Gold für ein Team. Das heißt, wenn man eine Bounty-Rune mehr nimmt, anstatt sie nicht zu bekommen, kriegt man 500 Gold Unterschied. 500 Gold Unterschied sind 1, 2, 3, 3,5 Creep-Waves. Und wahrscheinlich im Moment 2 bis 3 Helden-Kills. Das heißt, jede Bounty-Rune ist irgendwie 1 Minute Free-Farm oder 2, 3 Helden-Kills wert. Das heißt, die Bounty-Runen sind verdammt, 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 verdammt wichtig. Wenn wir jetzt bei Minute 0 sind und um die Bounty-Rune fighten, lohnt sich es also, dass ich dafür dann eine Healing Salve benutze? Könnte sich lohnen, ja, aber bei Bounty-Rune-Contesten ist ja immer so. Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Botlane die Bounty-Rune hier contestest und du siehst, die sind da schon zu zweit oder zu dritt und haben Stun und ihr wisst, du kannst die nicht nehmen, dann einfach drum rumlaufen und zur anderen Bounty-Rune. Und wenn ihr halt wisst, ihr könnt beide Bounty-Runen verteidigen und nehmen, dann halt hier fighten und beide nehmen. Aber ihr müsst halt immer aufpassen, dass nicht einer hinten rumläuft und die andere klaut. Also in deinem Bracket sollte es immer möglich sein, mindestens eine Bounty-Rune, egal mit welchem Held, zu securen, indem man sich einfach zur richtigen Rune läuft. Weil man kann sich ja immer irgendwo so positionieren, dass man theoretisch zu beiden Bounty-Runen laufen kann und dann schauen, wo sind die Gegner, was machen die, weil wenn die Gegner hier die Rune contesten, werden die sicher nicht dran denken, hier auch noch jemand stehen zu haben. Und auch wenn hier jemand steht, wenn du auf Midi-Range draufläufst und schnell klickst, dann kriegst du sie wahrscheinlich trotzdem.
Aber ich sehe auf jeden Fall, du bist sehr statisch auf deiner Lane und mit Glock ist natürlich, wie du schon gesagt hast, du in den Replays gesehen hast, man muss sich halt bewusst machen, wie viel man mit Rotations machen kann, weil man hat echt viel Kill-Potential. Vor allem, wenn man jetzt bloß mal überlegt, der Witch Doctor, und der hat jetzt auch schon wieder Level 6. Ich meine, sobald der Voidspirit Level 6 hat, wird es echt richtig blöd, die zu töten, aber bevor der Level 6 hat, mit so Level 3 Maledikt oder Level 2 Maledikt und in Cox einsperren und Battery Assault. Da hat man echt, wenn man auf den ranlaufen kann, was man normal kann, wenn man Boots hat. Boots und Wind Lace oder nur Boots. Und im richtigen Moment auf ihn draufläuft, keine Ahnung. Wenn du einfach von hier hinten reinläufst, wenn die Lane gerade so steht und dann einfach hier läufst und hier stehst, was will er machen? Und der Witchdoctor hat ja auch noch einen Stun, der die Zeit gibt zum Ranlaufen. Also ich glaube, den Voidspirit bevor Level 6 hat, ist eigentlich immer einen Free Kill. Und das gleiche mit Offlane und das gleiche mit Lina, sobald halt Level 3 steht. Ihr habt hier auch immer jedes Game Underlord und Underlord, ich weiß nicht, ob Underlord und Clock so gut zusammen sind, weil Underlord ist eher so ein Held. Das ist so ein fetter Typ, der stellt sich auf die Lane, der fuckt die Leute ab, aber eigentlich killt er niemand. Er ist erst so ein Typ, der steht da und übt Druck aus und forst die Gegner von der Lane oder denied denen die Creeps weg. Und Glock ist erst so ein Kill-Potential-Hero, der eventuell auch noch einen zweiten Stun will oder einen zweiten Hero, der Damage macht. Von dem her hättet ihr wahrscheinlich viel mehr Potenzial, wenn dein Offlaner auf den Glock-Pick noch einen guten Held picken würde. Wer Glock will eigentlich töten. Und Underlord. Ach, keine Ahnung. Ist nicht so der auf die Gegner drauflaufen und töten Typ. Und was du dir auch immer Gedanken machen musst, immer wenn du irgendwo stehst oder irgendwo rumläufst, könntest du in der Zeit nicht auch irgendwie Creeps farmen, Creeps angreifen, irgendwelche Dinge tun, die dir sozusagen dein Gold erhöhen würden? Weil ich sehe immer, du hast deine Boots recht spät und ich meine, wenn du dir jetzt überlegst, wenn du so denkst, oh scheiße, ich habe immer noch keine Boots und eigentlich würde ich gern hin und her laufen auf der Map, das geht aber schlecht, weil geringer Movement Speed. Wie ich sag, wenn du einfach eine Wave pullst, oder zwei Waves. Eine Creep Wave, wait, ich habe mich vorher verrechnet. Eine Creep Wave gibt. Wait, lass mich mal kurz mein Google Spreadsheet aufmachen. Gute Lane-Partner für Glock. Ja, alles mit Kill Potential. Keine Ahnung, was wird gerade auf der Offlane gespielt? Was haben. Okay, ich habe hier die Games nicht auf dem Account. Eine Creep Wave gibt. Okay, eine Creep Wave gibt nur 160 Gold. Aber wenn du halt zwei Creep Wave pullst und dein Passive Gold und noch ein paar Delasted auf die Denies bekommst, das sind halt schon Boots. Und du nimmst den Gegnern halt genauso viel Gold weg. Und den Gegnern 500 Gold wegnehmen und selber 500 Gold bekommen, ist ein Haufen. Und auch das, dass du Boots hast, erhöhst du natürlich deine Heldeneffizienz und deine Heldenstärke und dein Kill-Threat auf der ganzen Map um so, so viel. Ich würde es auf Glock auf jeden Fall mal ausprobieren mit so Boots First into Wind Lace, Orb of Venom und dann erst den Magic Stick. Eine Sekunde, ich muss mal Fenster zumachen. So, wieder da. Du wolltest was fragen? Orb of Venom, dann muss ich aber die. Wenn ich Battery Assault dann mache, dann verwende ich eigentlich nur die ganze Zeit meine Mausklicks, damit ich um den Helden rumlaufe oder möglichst dicht bei ihm drin. Wie kann ich dann noch ihn angreifen dabei mit dem Orb of Venom, damit er sich lohnt? Also, du kannst auf jeden Fall mit Battery Assault funktioniert meistens so. Ich zeig's dir nachher in der Lobby. Warte, ich mach mir mal schnell eine Notiz, dass ich, was ich alles nachher noch in der Lobby zeigen will. Creep Skip und Battery Assault Walk plus Attack. Nee, du kannst auf jeden Fall, das sieht er meistens so aus, du machst Battery Assault an. Du greifst ihn an, du läufst, du greifst ihn an, du läufst und du greifst ihn immer nur an, wenn er nicht zu viel Distanz bekommen wird. Okay, also nur wenn ich direkt neben ihm stehe.
Nichts anderes. Sozusagen, genau. Weil wenn du natürlich hinter ihm stehst und angreifst, dann kommt der eventuell aus der Range raus. Aber ich zeig's dir nachher einfach mal, wie das so mechanisch aussieht, wenn man das abzieht. Nice, hast du wieder beide Bounty-Runen bekommen. Wie gesagt, das gefällt mir echt gut. Allein nur durch das Bounty-Runen-Securen gewinnst du wahrscheinlich einen Haufen Games solo. Und mit Glock kann man natürlich auch richtig gut die Gegner Bounty-Runen klauen. Also wenn du das Gefühl hast, die Gegner nehmen eure Bounty-Runen hier eh nicht, dann kannst du dir auch überlegen, einfach bei 10 Minuten mal hier irgendwie zu stehen und dann einfach kurz bevor die Rune spawnt hier reinlaufen, den Gegner mit Cox wegschießen und die Rune for free nehmen. Oder solche Späße. Und du musst auf jeden Fall, du hast ja früher Dota gespielt, vor vielen Jahren. Früher war es ja so, so ein Support farmt nicht. Das musst du auf jeden Fall auch aus deinem Kopf rausbekommen, weil es gibt eigentlich in Dota nicht mehr so viel Support und Nicht-Support, sondern eigentlich will jeder Held Gold und alles haben. Und ich habe bei dir jetzt das Gefühl, du hast irgendwie Angst, als Support Creeps anzugreifen. Und manchmal muss man halt Creeps angreifen oder auch wenn man späte Levels hat, dann will man auch oft sagen, ey, hey Mitte, geh mal jungeln oder gank die Sidelanes, ich will mir kurz Level 6 in der Mitte holen und meine Boots oder sowas. Und was ich auch machen würde, wenn du dir hier die Tranquil Boots kaufst, du kannst nach Tranquil Boots natürlich nochmal eine extra Windlace kaufen, die stacken miteinander. Warum? Du kannst nur eine Windlace im Inventar haben, aber wenn du jetzt natürlich Tranquil Boots und Windlace hast, dann kriegst du A, die Tranquil Boots Bonusse und B, die Windlace Bonusse. Also die meisten Leute, die auf Helden viel Movement Speed brauchen und sich zum Beispiel Drums kaufen, kaufen sich nach Drums einfach nochmal eine Windlace, dass sie nochmal die extra 20 Movement Speed bekommen. Wird sich da lohnen, wenn ich, weiß ich, Faceboots? Faceboots und Powertreads und Tranquil Boots sind, glaube ich, alle gut auf Glock. Ich weiß nicht, ich bin ja eher so Core-Spieler und ich würde auch in meinen Pubs eher greedy spielen. Meine Tranquil Boots vom Movement Speed Leute catchen sind, glaube ich, echt gut. Und Tranquil Boots geben dir im Endeffekt, glaube ich, auch mehr Catch-Potenzial wie Faceboots. Aber wenn du jetzt halt mal überlegst, du hast Powertreads geben dir Attack Speed, mehr Leben. So, ich habe gesehen, GH baut sich auf zwei Bracer. Wenn du natürlich Power Treads plus zwei Bracer hast, dann hast du auf einmal schon 1600 HP und du greifst die Gegner mit viel Attack Speed und 100 Damage pro Sekunde und 100 Damage an. Das kann natürlich gut sein, aber ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das sich wirklich auf Position 4 lohnt. Aber ich würde sagen, alle Boots sind gut auf Glock. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, wann die Entscheidungen sicher sind, dass man sich welche Boots kauft. Wenn die Gegner jetzt verdammt viel Physical Damage haben und du Rüstung brauchst, oder zum Beispiel eine Trow, die deine Base Armor kaputt macht oder ein Alter Titan, auf jeden Fall Face Boots. Wenn du jetzt gegen sowas wie ein Tinker Zeus spielst, die irgendwie von 1 Million Range permanent deine HP abziehen, dann auf jeden Fall Tranquil Boots, weil du kannst es dann einfach regeneraten. Während dem Fight. Wenn du jetzt irgendwie gegen Magic Nuke spielst, dann Power Treads eher. Aber ich würde sagen, mit Tranquil Boots auf Position 4 machst du nie was falsch. Da war wieder der Restart. Und jetzt hast du natürlich hier auch wieder die Clarities sollten immer irgendwie da sein, weil du hast jetzt zwar genug Mana, um alle deine Skills zu benutzen, 180 plus 150, 330, oh, nicht mal, aber du hast ja den Stick und die Mango, aber es gibt eigentlich keinen Grund, wenn man nicht volles Mana hat, nicht die Clarity zu benutzen, vor allem, wenn man eine Clarity anhat und hier gerade eh bloß im Kreis läuft und vor allem, wenn man Battery Assault gemaxt hat, kann man halt auch einfach mal Battery Assault anmachen und ein großes Camp farmen.
Weil warum nicht? Gibt einem ein bisschen Gold und wenn man eh nichts zu tun hat, mein, man macht ja 1500 Schaden mit Battery Restore, dann kann man auch ohne Probleme mal in so 10 Sekunden so ein Camp mitnehmen auf dem Weg. Es gibt einem natürlich auch Gold und Erfahrung. Okay. Habe ich bisher noch nicht gemacht. So, ihr geht jetzt hoch. Also Lifesteal ist, glaube ich, das schlechteste Target, was es gibt, weil... Alright. Und hier wurde der Fehler getan, den ich vorher angesprochen habe. Der macht einfach Rage an. Und was hier hätte ansonsten getan werden müssen, du hookst ihn, du läufst einen Schritt nach rechts. Kurz bevor der Hooks dann ausläuft, benutzt du die Cogs und dann wird er von den Cogs weggestoßen. Und das gibt ja auch nochmal Clock Gamepedia. Es gibt ja auch nochmal einen Stun und Mana Burn und Damage. Ja, das gibt dann auch noch eine Sekunde extra Stun und das würde sich dann, glaube ich, eher mehr lohnen. Oder der Underlord hätte auch einfach nicht seinen Pit wie der letzte einfach seinen Pit benutzen können, ohne dass es Sinn macht. Dann hättet ihr, der hätte auch nach unten laufen können und du schuckst ihn dann mit den Cogs in den Tower rein, dass er noch mehr Tower-Hits abbekommt. Also ich hätte jetzt eigentlich ihn hookshotten müssen, die 2 Sekunden abwarten, dann hätte ich mich eigentlich auf die Position von der Cog auf 1 Uhr stellen müssen Ja, und irgendwie dann den Cog sowas. gemacht, damit er reingeschubst wird. Genau, sowas in der Art, weil, wie gesagt, der macht ja einfach Rage an und dann trifft ihn nichts mehr. Ich meine, okay, er muss jetzt zweimal die Cogs angreifen und läuft dann raus, aber was hat Lifesteal da für eine Attack Speed? Oder wie viele Hits brauchen die Cogs? Ich glaube, Immer zwei. zwei, immer zwei. Er braucht zwei, Ja. Verbündete brauchen ein. Und jetzt schauen wir mal auf seinen Mana. Der Typ hatte actually gar nicht so viel Mana. Mal gucken, bevor du ihn gegaut hast. 130 Mana. So, was passiert, wenn er jetzt, okay, 50 Mana abgezogen bekommt? Dann hat er noch 70 Mana. Okay, dann hat er trotzdem eine Rage. Schade. Aber manchmal reicht es vielleicht auch genau, um ihn ins Mana zu burnen. Aber was er dann natürlich nicht machen kann, jetzt kann er natürlich Rage benutzen und hat eventuell nachher auch das TP gleich ready und kann einfach in Rage raus TPen. Aber wenn du ihn Mana trainst, dann hat er halt entweder nur TP oder nur Rage. Aber ja, auf jeden Fall in den meisten Fällen einfach den Gegner reinschubsen. Aber ihr könnt den eigentlich eh nicht töten. Ihr müsst eigentlich. Wenn ihr hier so ein Play macht, dann muss der Witch Doctor ready sein. Der Witch Doctor hat auch ein TP. Wenn du hier so sagst, oh, ich hook den jetzt, dann muss der schon instant hier rein TPen. Und dann ist der Lifestealer für 2 Sekunden vom Hook gestunt. Eine Sekunde wird er hier reingepusht und dann steht der Witch Doctor schon da, der eigentlich ein Deathward machen kann, um ihn zu töten. So. Und was natürlich mit Clock auch cool wäre, wenn ihr einfach einen Held hättet, deren Vollgestun hat. Stell dir mal vor. Nach den 2,5 Sekunden Clocks dann kommt einfach nochmal ein 3 Sekunden Stun. Was will der dann machen, der Lifestealer? Aber ihr habt halt nicht so die Helden. Und anstatt den Lifestealer hier zu goen, gäbe es vielleicht auch ein besseres Target auf der Map halt. Aber ja, wie gesagt, da muss man halt mit dem Witch Doctor kommunizieren, weil allein schafft ihr den nicht, der benutzt einfach Rage. Ich meine, wenn er richtig, richtig dumm spielt, dann vielleicht schon, aber theoretisch dürft ihr den da nicht bekommen. Ich weiß es nicht, ob wir den bekommen. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ah. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Gerade gegen so Helden, die halt, denen die Cogs halt eigentlich egal sind, einfach nicht in die Cogs einsperren, sondern mit den Cogs wegpushen. In die Teammates rein. Und hoffen, man hat halt gute Helden bei den Teammates, nicht so wie dieses Game. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier auch wieder das Early Game gemacht. Die meisten Punkte wurden gesagt. Vor allem auf Clock, auf jeden Fall Battery Assault maxen. Und in der Zeit
Wenn du Early-Probleme hast, Items zu bekommen, wie gesagt, einfach durch Creeps skippen, durch mit deinem Teammate zusammen die Lane rauspushen und dann halt die Camps hier pullen oder einfach auch mal, während dem nichts passiert, einfach mit Clarities hast du genug Mana, mit Battery Assault bisschen Jungle farmen. Tut nicht weh. Und ich würde jetzt noch schnell die Sachen in der Lobby zeigen, mit Creep Skip und mit Laufen plus Angreifen und ja, dann sind wir, glaube ich, für heute erstmal fertig. Zeig mir das nochmal. Vielleicht habe ich da noch ein paar mehr Fragen. Alright, haben wir jetzt hier einen Ex, der hat Boots. So, sagen wir mal, du versteckst dich jetzt hier, läufst auf ihn drauf, machst Battery Assault an und jetzt versucht er wegzulaufen. Guck, du läufst immer und greifst ihn an. So, siehst du? Mach ich das hier am besten mal hier patrouillieren? Ich weiß gerade nicht, was der Hotkey war. Okay, hier. So, du hast jetzt ein bisschen mehr Movement Speed wie der Typ. Jetzt rennst du auf ihn drauf, catch ihn, machst Battery Assault an, Angriff, laufen, Angriff, laufen, Angriff, laufen. Und siehst du, bloß wenn du schon Boots und Orb of Venom hast, du kannst eigentlich jeden Gegner downrennen, weil die kommen nicht mehr vor dir weg. Opferfende macht wie viel schlau? 15%. Also du nimmst wortwörtlich den Gegnern die Boots weg. Aber auch wenn ich das jetzt ohne Orb of Venom mache, müsste ich genauso viele Hits rausbekommen. Ach ja, die Battery Assault hat eigentlich die Activation ist instant, das habe ich auch nicht gewusst. Ah, da habe ich jetzt gerade ein bisschen gefailt. Aber wie gesagt, du läufst irgendwie neben ihn, du greifst ihn an, du läufst weiter. Aber Distanz ist irgendwie doch größer, ne? Ja, aber ich treffe ihn ja noch. Ich mache ja. Battery Assault hat ja so viel Range. Also, sobald du halt immer so circa genau auf Melee-Range stehst, einmal angreifen, dann wieder so lang laufen, bis du angreifst. Du musst halt. Nachdem du den Angriff drückst, du kriegst einen Angriff, du musst dann direkt wieder laufen drücken, weil sonst bleibt der Held stehen und macht die Attack Backswing Animation. So, und jetzt zeige ich nochmal hier das mit dem Creep Skippen. Man kann sich übrigens auch an Creeps hooken, um sich zu retten vorm Sterben. Also man gönnt sich. Oh nein. Uff. Warte mal. Egal, wir nehmen einfach die nächste Creep Wave.
Jetzt laufen die Creeps hier nicht los, oh mein Gott. Okay, man geht hier auf jeden Fall Creeps skippen. Gönnt sich hier die Creep Wave. Läuft hier auf den High Ground hoch. Wichtigste ist, wenn man auf den High Ground hochläuft, man muss, wenn man oben steht, nochmal einmal angreifen. Weil sonst die aggron die, weil die sind hier oben nicht hoch und bleiben dann oft stehen und laufen nicht weiter. Man gönnt sich dann hier so die zweite Creep Wave. Ich meine, man hätte es auch bloß eine nehmen können, aber man gönnt sich die dann hier. Wenn man hier auf den High Ground läuft, wieder einmal angreifen, nicht dass die Creeps aufhören, dir zu folgen. Ansonsten muss sie nicht anhalten. Weil bei mir kam es ab und zu, dass die, dass einige hinten dann aufgehört haben. Keine Ahnung. Es funktioniert ja gerade. Ja. Also zu weit würde ich nicht weglaufen, ab irgendeiner Range hören die auf, aber hier jetzt wieder die Klippe, ich laufe hoch, einmal angreifen, dass sie geaggrot bleiben. Jetzt pulle ich entweder hier hin, aber wir machen jetzt den Safe Play, wo man nicht contested werden kann. So, jetzt habe ich die hier. So, und jetzt wird halt so lang im Kreis gelaufen, bis die Creeps kommen. Habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht mit dem Range Creep, weil. Und dann wird halt hier einfach alles denied und gefarmt. Ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Range Creep, weil jetzt läuft der halt doch in den Tower. Aber kann passieren. Egal, ich habe jetzt hier nochmal eine Wave, mit der kann ich das gleich nochmal machen. Also eher hier oben die Creeps draufpullen, dass man den Range Creep auch noch mitnimmt. Und dann gönnt man sich halt den Farm und die Night so viel wie es geht. Und wenn ich jetzt die Mini-Creeps nicht verloren hätte, hätte ich halt drei Creep-Waves hier denyen können. Und welcher Gegner kommt hier und hält mich ab? Und hier laufen natürlich dann die Creep-Waves in den Tower, wo dein Offlaner for free die Creeps bekommt. Also wie gesagt, ganz wichtig, immer bei den Klippen, die man hochläuft, sobald man oben steht, nochmal einmal angreifen. Und ich meine. Und ich meine, wenn du jetzt ein so Neutral Camp hier farmst, machst du einfach die Battery Assault an, die ist jetzt Level 3. Bei den Camps am besten immer direkt die kleinen töten, weil die geben Magic Resistance. Und du siehst ja, man kann ohne Probleme mal so ein Camp farmen. Wie meinst du, die geben Magic Resistance? Die Zentauren hier, der kleine Zentaure hat einen Skill, der heißt Cloak Aura. Und die Cloak Aura gibt Creeps 20% Magieresistenz. Das heißt, wenn man die kleinen tötet, dann machst du mehr Schaden, weil du machst ja hauptsächlich Magieschaden. Ja, Aber ansonsten ist es egal, welche Reihenfolge ich Swordchange ist getötet habe. egal, ja. Aber du siehst ja, man kann ohne Problem mal so ein Camp abfarmen und das Gold, was man später mehr für Healing braucht, du kaufst ja eh Tranquil Boots und andererseits, dann kauft man sich halt eine Healing Staff dafür, du kriegst ja auch Erfahrung und Gold für alles. Und wenn du Hookshots treffen willst, dann kann man auch immer hier Cook mit S abbrechen. Wenn der Gegner dann doch noch in der letzten Sekunde ausweicht und man merkt, oh, ich treffe nicht, dann kann man ihn nochmal abbrechen, siehst du? Kannst du Battery Assault abbrechen? Nein, kann man nicht. Das war mein Fehler. Es hat keine Cast Animation. Battery Assault geht instant an. Aber bei Hookshot ist es manchmal echt wichtig, dass man nochmal abbricht, weil manchmal trifft man nicht. Und das sieht man ja dann direkt, ob man gleich trifft oder nicht, ob der Gegner nochmal die Richtung ändert. Du siehst ja hier, das Grüne. Solange das Grüne hier läuft, kann man noch abbrechen. Jo. Und das ist natürlich auch ein guter Trick. Geht auch mit Patch und Nyx dann mit lauter so Helden, wo man die Skills verfehlen kann, kann man meistens mit einem gut getimten Stopp oder dem Finger Ready Stopp zu drücken, 100% die Skills treffen. Gerade, du hast alles mit Alt belegt, oder? Ne,
Bei mir sieht es so aus, ich habe Quickcast, QWER und den Normalcast habe ich mit Alt plus die Taste. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die AOE sehen will von Rocket, dann drücke ich Alt E und dann sehe ich die AOE. Okay. Oder warte mal, wenn ich das bei Hookshot mache. Nee, dann sieht man nicht die Range. Ah doch, aber mit dem Vector Target. Ah doch, guck, hier sieht man sogar die Maximum Range. Ob es noch reicht. Kann ich gerade nicht sehen, der Stream schaut gerade Hier spannend aus. sieht man doch den grünen Pfeil an der Maus. Ja, keine Ahnung. Welchen grünen Pfeil? Von deinem Held zu dem Punkt, wo man anvisiert. Wenn der grüne Pfeil da ist, dann steht man in Cast Range. Wenn er nicht da ist, steht man nicht in Cast Range. Ach so, meinst du, ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe halt Normal Cast gerade für so AOE. Wenn ich Helden spiele, wo ich mir unsicher bin, dann kann ich kurz umswitchen mit Alt. Aber normal benutze ich halt Quick Cast. Ach ja, und das mit dem Wegstoßen sieht dann halt so aus. Der Stream steht. Drück nochmal Pause und nochmal Play. Der Stream dürfte Das ist laufen. besser, ja. Und das mit den Cogs wegschieben sieht dann halt so aus. Ich meine, man hookt, wartet und dann hier öffnet den Ding und macht weiter. Also das kann man noch ein bisschen besser exekuten. Das war gerade nicht so gut von mir. Ich habe ein bisschen Zeit verloren. Also Hook, weglaufen, wegschießen, Cox aufmachen und weiter den Gegner angreifen. So circa. Hast du noch Fragen? Was für ein Util-Items lohnt sich auf Glock? Arcane Ring vielleicht, wegen Mana Sustain, aber keine Ahnung. Ocean Heart vielleicht, wegen Mana Regen und HP Regen im Fluss. Ich meine, wenn du ein Item bekommst auf Tier 1, dann nimm einfach das Item, die sind eigentlich alle gut. Aber interessant wird es ja natürlich dann bei den späteren Items. Nethershaw ist natürlich ein gutes Item, wegen Magic Resistance und mehr Spell Damage. Clumsy Net ist natürlich richtig gut, weil du kannst Gegner noch besser catchen. Essence Wing ist gut, weil 400 extra Leben. Dragon Scale, extra Armor. Vamp ist natürlich auch. Man nimmt halt das, was man bekommt, aber Nets und Nethershaw ist natürlich richtig gut. Und Tier 3 Items, natürlich die Spider Legs, weil du siehst ja gleich, wie viel Movement Speed die geben. Die geben dir einfach so viel Movement Speed. Guck, du läufst eigentlich hasted rum und kannst Leute catchen. Was gibt's noch? Tier 3. Natürlich Tracky Code. Repair Kit wegen 20 HP Regeneration. Macht dich um einiges tankier. Craggy Code wegen dem Armor, klar. Ich meine, ein Enchanted Quiver kann man auch immer nehmen, einfach wegen dem Bonus Damage. Mindbreaker geht auch, Orb of Destruction geht auch, aber meistens wollen die Carries ja eher die Items. Tier 4, Timeless Relic richtig gut, weil das erhöht die Stun Duration der Battery Stuns. Die stunnen dann ein bisschen länger und der Hookshot stunnt länger und ich weiß nicht, ob die Cogs länger stunnen. Weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber auf jeden Fall. Cooldown kehrt man eigentlich nicht so viel. Prince Knife kann nice sein, weil du kannst einen direkt noch hexen nach den Stuns. Flicker, Movement Speed ist natürlich cool. Ninja Gear kann cool sein, weil du kannst dich smoken und jemand catchen. Ich meine, man nimmt einfach das, was man kriegt. Die sind eigentlich alle immer recht gut. Und Tier 6, Tier 5 Items kommt man eh nicht hin und die nehmen ja dann eh deine Carries. Titans, wie kann man das Tier 3? Titans lieber? Titan Silver will immer dein Carry haben, eigentlich, weil
Es gibt halt Status Assistance. Und so ein Carry will ja meistens nicht permanent BKB benutzen und so. Wie kann ich die ausrechnen, die Statusresistenz in HP oder? Statusresistenz heißt nur, Stuns laufen schneller aus auf dir. Ich meine, guck mal, wenn der Axe jetzt Titan Silver hat und Halberd und Double Satanic, Triple Satanic, dann hat er ja, der Boy hat jetzt dann einfach 77% Statusresistenz von den ganzen Items, so. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich ihn hooke. Hast du gesehen, wie lange er gestunt war? Nur noch 20% der Zeit. Also, die Stuns und Slows und so weiter, Silence, alles, was irgendwie einen Status hat, gehen kürzer. Bane, Gibt's das Ulti, Bane auch? Sleep, das gibt's seit circa einer Weile, aber noch nicht so lang. Also früher gab's es noch nicht. Also das ist schon eher neu. Aber wenn man einmal die Mechanik kennt, dann weiß man natürlich. Und ja, also ich weiß ja nicht, was du dir später für Item kaufst, aber Flock finde ich natürlich Force Stuff richtig gut. Aghanims kann richtig gut sein. Force Stuff aus dem Grund, weil man kann reingehen und rausgehen und man kann Leute ohne den Hookshot zu benutzen catchen. Was auf Flock noch richtig gut sein kann, wenn man Early viel farmen will, Necrobook, aber auf Position 4 eher weniger. Dann gibt es natürlich noch, wenn man Leute catchen muss, die einen Escape haben, wie zum Beispiel Queen of Pain oder Storm oder so, kann man sich auch immer gern Orchid kaufen für den Silence. Und was kauft man sich denn sonst auf Flock? Ja, Plate Mail kann richtig gut sein. Lohnt sich Natus? Arthas würde ich sagen, lohnt sich nicht, weil du hast ja schon Stuns und so weiter. Und Catch. Mein theoretisch alles Utility-mäßig, so die Super Urn kann richtig gut sein. Man kann sich auch einen Flatz oder eine Pipe kaufen, wenn es sein Offlaner noch nicht kauft. Habe oft eine Pipe gekauft. Also ich glaube, alle Team-Items sind einfach gut und Force Stuff kann halt richtig gut sein, weil man kann dich einfach nicht mehr töten. Du jumpst rein und wenn was schief läuft, einfach mit Force Stuff rausgehen oder du jumpst einfach mit Force Stuff rein, hast dann immer noch den Hook, um, sag mal so, du spielst jetzt gegen sowas wie eine Queen of Pain, dann kannst du zum Beispiel einfach mit Force Stuff sie catchen und wenn sie dann rausblinkt, nochmal mit dem Hook hinterher. Sowas kann man natürlich auch gegen Helden machen, die Escapes haben. Also du würdest lieber sagen, lieber ein Forstaff vor der Pipe. Wenn ich normalerweise Position 4 den Clock hatte, hatte ich die Pipe bei Minute 20. Es kommt immer aufs Game drauf an, was dein Team braucht. Wenn dein Offliner keinen Platz hat und keine Pipe und die Items auch nicht bauen will, dann gönn dir die, wieso auch nicht. Aber was ich halt bei GH gesehen habe, ich meine, wir können ja noch mal schnell raustappen. Dota 2 Pro Tracker. Ich meine, wenn man sich jetzt die Clock Games von GH anschaut, warte mal, ich guck, ja egal, machen einfach mal alle Games auf und gucken, was er sich für Items baut. Und dann gucken wir, ob er sich irgendwelche Items wegen speziellen Gegnern gebaut hat oder ob die allgemein gut sind. So, jetzt haben wir genug Games. Wait, hier hat er Offlane gespielt, oder? Ja, Offlane. Nee, wait. Nee, das war Post 4, Furion war ja Offlane. Das war auf jeden Fall Position 4. Also Skillbild, obvious, wie gesagt, Battery Assault maxen. Ein Level in Cox, ein Level in Rocket. Ich meine, Talents sind, glaube ich, gar nicht so einfach. Clock, Dota Buff. Was sagt denn Er Dota Buff? hatte eigentlich immer die Rüstung genommen, wenn ich mich nicht täusche. In den Spielen, die ich von ihm gesehen habe. Ja, wobei man Movement Speed halt nicht unterschätzen darf, weil zum Beispiel hier auf Dota Buff sagt mir hier, Movement Speed gewinnt im Durchschnitt mehr Spiele.
Also die Movement Speed Talent, die unterschätzt man oft, aber ich denke, das kommt aufs Game drauf an. Haben die Gegner viel Physical Damage, dann kann man sich natürlich gern die Armor gönnen. Sonst eigentlich Movement Speed und mein Level 2 Battery Soul Damage eigentlich immer, außer man spielt gegen sowas wie PL Lycan, wo man den Gegner nicht treffen kann. Level 20 Rocket Flare True Sight, mit dem kann man die warden, oder? Das kann, glaube ich, Ja. ganz gut sein, aber anscheinend, ich würde sagen, Rocket Flare True Sight normalerweise. Aber kommt wahrscheinlich auch aufs Game drauf an. Wahrscheinlich unterschätze ich den Damage hier. Ja, und auf Level 25 scheint es 50-50 zu sein, auch nach Game, je nachdem, gegen was man spielt. Okay, back hier zum Item-Build. Er fängt mit Boots an. Lässt sich nochmal extra Regen nachbringen. Mango auch für Mana. Kauft sich hier den Stick. Den Casual Stick. Der wird nicht geupgradet. Geht direkt die Tranquil Boots. Baut sich den Stick aus. Er macht hier alles außer das Orb of Venom, was ich eigentlich gesagt habe. Eigentlich braucht man es nicht, weil man hat ja eigentlich schon genug, um die Gegner festzuhalten. Aber, weißt du, ich bin echt Fan von Orb of Venom. Er kauft sich hier Double Bracer natürlich auch gut, weil. So ein Clock, der reinhuckt und stirbt, ist halt leicht nervig. Aber ein Clock, der reinhuckt und dann einfach nicht stirbt, kann halt richtig nervig sein. So zwei Bracers können echt Value sein. Und dann holt er sich Blade Mail Aghanims, okay. Gegen was spielt er hier? Muss der hier sein Item-Build anpassen? Oder hat er einen Grund, warum er die Items baut? Ja, ich denke, das ist so ein klassisches Game. Die haben nicht wirklich viel, wie sie aus ihm rauskommen. Gucken wir mal noch auf ein anderes Game. So, hier Offlane, Offlane. Das wird auch wieder Position 4 gewesen sein. Hier in dem Game hat er sich Flats gebaut. Okay, warum hat er sich einen Flats gebaut? Wahrscheinlich, weil Pango erst so ein Held ist, der sich ungern Flats baut. Und Flats ist eigentlich schon ein wichtiges Item. Pango hat sich hier aber auch schon Greaves gekauft. Okay. Was hat er hier für ein Build gemacht? Er hat auch wieder Battery Assault into Rocket. Hat hier auch die Armor genommen. Ja. Item. Er hat hier mit einem Buzzy angefangen. Wahrscheinlich, weil sie sich einfach denken, sie wollen gegen die Gegnerlane einfach ganz viele Skills benutzen. Ich meine, gegen was haben sie hier gespielt? Die haben hier gegen Oracle Raskin gespielt. Ja, so ein Pango, der ein paar Mal mehr seinen Nuke benutzen kann, kann glaube ich schon gut sein. Und Clock kann natürlich mit Bassi auch viel, viel mehr Skills benutzen. Aber warum er sich jetzt genau in dem Game gedacht hat, es lohnt sich, kann man glaube ich gar nicht so einfach nachvollziehen. Aber hat sich wahrscheinlich gelohnt, weil er sich nachher das Flats gebaut hat. Dazu braucht man ja, glaube ich, einen Barsi, wenn ich mich nicht irre. Wahrscheinlich hat er sich schon davor gedacht, er baut dieses Game Flats. Okay, nächstes Spiel. Clock. Auch wieder Roaming. Passwort. Schweres Clock Game, weil Kotl kann ihn immer wegschieben. Rubick kann eigentlich auch ihn aus den Cogs rausnehmen. Und Ember kann man sowieso nicht catchen. Gucken, was er sich hier gebaut hat. Hier hat er mit dem Headdress angefangen. Also siehst du, er baut sich jedes Game eigentlich andere Starting-Items. So wie ich es dir circa gesagt habe, es gibt halt verschiedene Optionen und je nachdem, was man machen will und was einem am meisten Spaß macht. Er geht aber immer auf die Tranquil Boots, so wie es aussieht, und immer den gleichen Skill-Build. In dem Spiel gönnt er sich jetzt die Urn. Er baut sich hier die Super Urn. Okay, warum baut er sich die Super Urn? Wenn man mal auf die Gegner schaut. Eigentlich haben die gar nicht so viel hier. Also, ich bin mir echt unsicher, warum er die baut. Ich kann es dir jetzt actually nicht erklären. Wird wahrscheinlich allgemein ein gutes Item sein und irgendwie hat er wahrscheinlich gedacht, in dem Game lohnt sich keine Blade Mail, weil der Ember kann er den Damage nicht reflekten.
Und Kotl kann ihn einfach immer wegschieben. Das heißt, er wird einfach weggeschoben und dann ist alles egal. Mein, hier hat er eine Pipe gebaut. Warum hat er sich eine Pipe gebaut? Mein, sie spielen gegen Queen of Pain, hat einen Haufen Magic Damage. Snapfire hat einen Haufen Magic Damage. AA auch. Also siehst du ja, man passt eigentlich immer seine Items drauf an, was man denkt, was sich lohnt. Hier in dem Game hat er auch Faceboots gebaut into Pipe 4 Stuff. Also wie gesagt, ich glaube, du musst einfach Game spielen und ausprobieren. Ich meine, in dem Game hat er schon wieder ein anderes Item gebaut, Crimson Guard. Ja, keine Ahnung. Ich denke, man muss sich da einfach anpassen, aber der Grundskillbild und die Grunditems sind, glaube ich, immer die gleichen. Und ich denke, man geht entweder so carry-mäßig und baut sich Aghanims. Eventuell mit einem Necrobook für Farming Speed oder man baut sich einfach die Team-Items oder man geht einfach tanky mit ein paar Bracer und Blade Mail. Ich glaube, mit ein paar Bracer und Blade Mail kann man in deinem Bracket nie was falsch machen. Aber wenn du natürlich gegen Alchemist oder so oder Necro spielst, die wo natürlich den Heal unbedingt brauchen, dann braucht man halt die Super Urn. Wenn man gegen einen Tinker Zeus spielt, braucht man halt wahrscheinlich die Blade Mail für den Tinker und die Pipe, um den Damage zu reduzieren. Aber ich würde sagen, da kriegt man ein Gefühl, wenn man viele Games spielt und einfach viel ausprobiert. Und vor allem, wenn man die Replays schaut, wenn die guten Spieler Clock spielen und man einfach sieht, oh, die Pipe hat hier so viel Arbeit gemacht oder mit den Items konnte er das tun und das tun, kriegt man, glaube ich, einfach ein Gefühl dafür. Ich glaube, man muss einfach viele Games spielen, viel experimentieren und auch viele Replays schauen. Und irgendwann hat man dann halt das perfekte Gefühl, welches Item baut man sich wann. Ja, und das war's dann, glaube ich. Mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Sonst noch irgendeine Frage? Bist du noch da? Ja, klar. Okay. Also overall würde ich sagen, wenn du Clock spielst, einfach den anderen Skillbild mit Better Result, dir ein bisschen mehr Gedanken machen, was könntest du tun, wenn du jetzt woanders hingehst. Schauen, dass du dein Level 3 früher bekommst. Schauen, dass du ein bisschen auf dein Mana drauf achtest, dass du eigentlich immer bereit bist zu fighten. Clock braucht eigentlich nicht mehr Items wie Boots, wenn er genug Mana hat. Alles andere ist Luxus. Point. Das mit den Creep Skippen mal probieren und dir teilweise Gedanken machen, was wollt ihr tun? Und wie gesagt, ihr wollt eigentlich, wenn ihr könnt, immer die Lane pushen und pullen. Außer ihr könnt die Gegner permanent töten und einfach die Lane bei euch an den Tower kontrollieren, aber und dann schauen, dass die Gegner halt nicht pullen oder halt das mit den Creep Skips machen. Und das Wichtigste ist halt, du hast am Anfang eine sehr langsame Item Progression, weil es passiert halt einfach nicht viel in diesen Legend Games. Weil, wie gesagt, die Gegner sind wahrscheinlich ein Stück besser, machen nicht so blöde Plays wie in deinem Bracket sonst. Und es werden halt, du greifst nicht wirklich Creeps im Jungle an, du machst nicht so viele Pulls, du machst nicht so viele Creepskips, du machst dir nicht so, du hast es noch nicht so im Blut drin. Wann kannst du die Mitte ganken? Wann kannst du andere Lanes ganken? Du musst dir einfach ein bisschen bewusst machen, was für Helden haben die und was können die machen. Und da musst du dir einfach überlegen, wenn du jetzt einfach, wenn die Midlane ganz gut steht, einfach reinläufst und den Battery Assault into Kog, was will er tun? Oder auch mal die Safe Lane ganken einfach. Weil zu dritt gegen zwei kann man eigentlich auch immer Leute töten. So Clock hat echt viel Early Potential und. Und wenn man gerade nicht beschäftigt ist mit Creeps farmen oder Creeps pullen oder die Offlane total dominiert und den Tower recht früh securen kann auf der Offlane, dann kann man eigentlich auch echt mal auf der Map rumlaufen und Kills suchen. Das wäre so mein Overall-Zusammenfassung. Einfach mal ein bisschen die Sachen ausprobieren und auf jeden Fall während der Laning Gedanken machen, was wäre jetzt der beste Move. Und ich glaube, ich habe dir so die Grundideen, was man machen kann, erklärt und warum man was man wie machen sollte. Und jetzt musst du halt einfach ausprobieren und ein Gefühl dafür bekommen. Okay. Oh, ich denke, die Sachen, die kann ich ja demnächst mal umsetzen. Ja, klar. Das mit dem Creeps fallen muss ich nochmal üben. Über die Map. Ja, dann würde ich sagen, machen wir fertig für heute
Und ja, kannst du mir einfach mal nochmal Feedback geben. Wenn du Fragen hast, einfach in Discord fragen. Ja, und ich denke, das war's soweit. Und ich glaube, du hast einiges zum Ausprobieren für die nächsten Tage. Alle Fälle. Supi. Danke sehr schon mal. Ja, und nochmal danke fürs Coaching bei mir buchen. Ending. Und